Hi, Gude, und herzlich willkommen zur neuen Runde DSA 5. Weiter mit der G7-Kampagne, heute mit einem weiteren Teil von Staub und Sterne. Und zwar mit dem 7. Tod und Verderben. Heute mit dabei die Feramin als Myrna. Hallo. Der Lex als Ryojin. Grüße. Der Koali als Cesare Dolce Vitani. Und der Ririon als Talion R-Punkt von Silberbach Pandlaril und der heutige Resimator. Konrad zum Gruß und guten Abend. Steht eigentlich das R? Hatten wir schon mal aufgelöst? R-Punkt? Boah, das müssen wir irgendwann noch machen. Doch, also, das wurde schon erwähnt. Aber ich glaube, die Zuschauer wissen es noch nicht. Doch. Dam, dam, da. Ja. Ah, ich habe da schon eine Idee. Solltest du mal auf deine Mutter treffen, die spricht dich bestimmt immer mit deinem zweiten Vornamen an. Und mit der verniedlichten Form davon. Oh. Mit den runden Apfelbäckchen, die sie seit 6 Jahren nicht mehr gesehen hat. So. Ja, beim letzten Mal. Wir kamen erstmal in Tempis an, nicht zu verwechseln mit Memphis, in Tempis. Und da gab es dann so eine Fährstation über den Manadi und unsere beiden Verhandlungsexperten, Ryojin und Myrna, hatten da einen ausgesprochen findigen Händler aufgetan. Mit einer ganzen Schar an Frauen und Kindern und wie man das halt so kennt als guter Tulamine. Und sie haben ihn, Schande, 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 mit Gebeten und Liturgien runtergehandelt. Und, aber es hat ja alles geklappt. Und als man sich dann einig war, wollte der eine seiner Töchter an Talion verkuppeln, was ja irgendwie neuerdings der größte Sport Aventuriens ist, seit Imam. Dann wurden noch die allerbeste sein. Mach's nicht noch schlimmer. Dann wurden noch die Kamele getauscht und das. Damit das Kamel von Cesare nicht so leiden muss. Würden böse Zungen behaupten. Dann kamen wir in ein noch kleineres Örtchen, Erishtar. Dort gab es zwar keine Taverne, aber wir konnten da bei einer sehr freundlichen Familie übernachten. Und die hatte uns so großzügig bewirtet, dass es schon fast peinlich war, weil sie selber eigentlich nichts haben. Da wurden dann Geschichten von der Großen weitererzählt und dass es noch andere Länder gibt und dass es dort ganz andere Bäume gibt und überhaupt kein ganz anderes Wetter. Und Talion hat aus einem Weidner Märchenbuch was erzählt und sie haben über Bogen gesprochen und Cesare hat dann etwas, naja, ich sag mal so eine Halbwahrheit von sich gegeben, was den Reisegrund betrifft. Forschung. Nee. Nicht ganz gelogen, aber so semi gelogen. Die Damirinals sind da wohl auch vorbeigekommen und man erzählt sich allerlei Spuk- und Schreckensgeschichten über die Gor, über Geister und auch ein Beilunker Reiter, der war mal da und wäre von irgendwas angegriffen worden und hätte das Grauen gesehen. Ja, und am nächsten Morgen hat Talion dann in seiner Beschämung für die Unkosten, die Familie wegen uns hatte, ein bisschen Geld dagelassen und das Märchenbuch, auf das der Kleine vielleicht die Kusslicker-Zeichen erlernt irgendwann und von der großen Weite träumt. Dann war Cesare wieder sehr neugierig und hat versucht, Myrna ein bisschen auszuquetschen. Was so ein bisschen einsilbig blieb von den Antworten her. Das war aber bestimmt noch nicht das letzte Mal.
Und dass Myrna jetzt mal so zwei, drei Dinge mal so langsam zu Talion sagen sollte, die er vielleicht gerade in der jetzigen Situation noch vielleicht erfahren sollte, könnte. Ja, kurz hinter Irnstadt dann hatte Buka, ich sag mal, Flashback trifft es nicht richtig, aber so ein Erinnerungsfleck, eine Epiphanie. Dass er genau an dieser Stelle geboren ist, vor 4 Jahren, 3 Monaten und 11 Tagen. Beziehungsweise er weiß halt nichts, was vorher war. Aber er weiß, dass er schon so war, wie er jetzt ist. Und dass er umherzieht, um das Wissen der Welt zu sammeln. Ja. Ja. Cesare kam dann auf den Trichter, dass es vielleicht was Göttliches, bevor man das Gedächtnis verloren hat oder auf einer göttlichen Mission ist und es einfach nicht weiß. Dann gab es eine Diskussion, wie man denn jetzt verfährt, wenn es ein Zand ist. Wie es ist, wenn es 2 Zand sind oder 3 oder 12. Und da gab es kurz so ein bisschen Unstimmigkeit, weil Talion ja in den Heldenmodus schaltet und meint, das kriegt man ja schon alles irgendwie hin. Und nach einigen Hin und Her hat er dann aber eingeräumt, dass er Cesare aufgetragen hat, mit Brin und Myrna dann abzuhauen, falls es 2 oder mehr sein sollten. Damit die in Sicherheit sind, weil er nicht für den Tod von Brin und den Tod einer Geweihten verantwortlich sein will. Er hat jedoch immer keine Ahnung, dass es dann noch Maraskala gibt. Und dann hat der Cesare noch versprochen, dass er nicht einen sinnlosen Heldentod sterben wird. Ja. Dann nach einiger Zeit fanden sie auch tatsächlich diese in so einer nicht direkt Senke, aber am Rand Plateau etwas, das aussieht wie ein Gauklerwagen, und beim Nier und Talion ist erstmal losgeprescht und ja, dann sind dann aber seitlich ausgeschwärmt, was Talion natürlich geplant hat, dass sie selbstständig ausschwärmen, weil so macht man das. Ja, und dann war es tatsächlich der Wagen der Damirinals und oder das, was davon übrig war, mit völlig zerrissenen und zerfetzten skelettierten Pferden, die so ein bisschen aussehen, als wenn sie von innen nach außen geborsten. Und und der Wagen selber sieht ziemlich glatt poliert aus. Ansonsten ist nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Und drinnen fand man dann einen menschlichen Kadaver, der irgendwie mumifiziert war und aus dessen Körper scheinbar auch irgendwas rausgebrochen ist. Und das war dann für Talion etwas zu viel des Guten. Da musste er dann dezent aussetzen. Und dann wurde das Ganze noch von Cesare untersucht und es wurden dämonische Umtriebe festgestellt von Lolgramot, also Lolgramotsche Auswirkungen, was der Gegenspieler von Travia ist. Also der Rastlose. Und als es dann so langsam, Myrna hatte sich währenddessen um Talion gekümmert, versucht ein bisschen zu beruhigen, und als es dann langsam Nacht wurde, kommt jetzt ein krächzendes, grünendes, brüllendes, seltsames Geräusch. Genau so ist es. Ja, sehr treffend, vielen Dank. Bringen wieder direkt in die Szene hinein, denn ja, wie genau dieses leicht unirdisch klingende Geräusch kommt irgendwo von Richtung des Tafelberges zu euch herüber. Was ist das? Nun, es ist entweder weit weg oder es könnte von dort oben kommen. Schau so die Klippe hinauf. Ja, sieht man mittlerweile das
gesagt haben, aber es müsste jetzt so langsam Richtung Abend zugehen. Was? Ah, okay. Ja, also bei dem ganzen und so zuckt Tal hier nochmal sehr heftig zusammen, als so die ersten Geräusche aufkommen. Kriegt nochmal so kurz ein paar Augenblicke regelrechte Schnappatmung, beruhigt sich dann aber langsam wieder. Nun, was machen wir jetzt? Es ist ein wenig beunruhigend, hier zu stehen mit den Geräuschen, wenn es dunkel wird. Ich steck mal den Kopf aus der Kutsche raus. Ich denke, das ist das, was wir suchen. Sollen wir es hier erwarten oder aktiv darauf zugehen? Und Cesare, was meint ihr? Sind diese Sand clever? Vorsichtig. Wenn es denn ein Sand ist. Clever weiß ich nicht, ob man das so bezeichnen kann. Ich meine, meiden Sie Konflikte, wenn Sie nur unterwegs sind? Nein. Sie sind dafür da, Konflikte zu lösen. Möglichst blutig. Dann sollten wir es sein, die den Konflikt suchen und nicht er oder sie. Ich denke, dem Zant ist es egal, ob er uns hier oder da oben trifft. Aber nach meiner Analyse hier von diesem Schleim, der hier überall verteilt ist. Ich weiß nicht, das gehört nicht zu einem Sand. Sondern? Genau kann ich das nicht sagen. Aber es gehört auf jeden Fall nicht zu einem Sand. Soweit kann ich sagen. Es gehört zu einem anderen Dämon wahrscheinlich. Meister Booker, wisst ihr vielleicht mehr? Er schaut bei dem Geräusch Richtung des Tafelberges. Meint ihr über das Geräusch oder über den Schleim? Gehört eines nicht zum anderen? Nein, ich denke nicht. Dann wäre mir das Geräusch ganz lieb. Ja, so verstörend wie es klingt. Guckt so hoch. Die Oberkanten des Tafelberges sind voll mit Riefen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Riefen auch in Steinsformationen innerhalb der Wüste auf dem Tafelberg geben wird. Und nun, es klingt jetzt nach einer banalen Ausrede, aber es klingt so, als hätte der Wind dieses Geräusch erschaffen. Wahrscheinlich einer der unterstützenden Begründungen, warum viele Menschen denken, dass es hier spukt. Das wäre eine beruhigende Erklärung. Erklärt aber nicht, was diese dämonischen Dinge hier machen. Das ist richtig. Deswegen sagte ich ja, das Geräusch oder der Dämon. Ich denke nicht, dass einer das etwas mit dem anderen zu tun hat. Gibt es irgendwelche Spuren von dem anderen Bruder? Ich bin nicht so gut im Spurenlesen. Ich habe nur den Schleim analysiert hier eben. Also, Talion steht ein bisschen schwankend auf.
bin nicht sehr gut darin, aber ich könnte mit euch schauen. Rafim? Ja, Herr Talion? Wenn jemand Spuren in der Wüste findet, dann ihr. Sehr wohl. Ich mache mich auf den Weg. Was machen wir mit den Überbleibseln? Ja, Burka nickt. Verbrennen. Verbrennen würde ich vorschlagen. Beerdigen können wir sie hier nicht. Warum? Was ist denn seine Tradition? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieses reisende Volk seine Toten beisetzt. Beziehungsweise, was haben wir denn für einen Boden hier? Naja, er ist zwar staubbedeckt und teilweise sandig, aber es ist halt ein Lössboden. Hm. Sie brauchen einen Segen. Alles hier braucht einen Segen. In der Tat. Daran soll es nicht mangeln. Dann schlage ich vor, Rafim sieht sich nach Spuren um. Und ich fange mal an, zusammenzutragen. Wir fangen an, zusammenzutragen. Dann halte ich Ausschau. Bukab, packt ihr mit an? Natürlich. Ja, also dann halt, also quasi so mit Mund, der nur noch eine Linie ist, fängt dann Talion an, halt die Knochen, die überall verstreut liegen, ein bisschen zusammenzunehmen. Also die Pferde müssen jetzt nicht unbedingt begraben werden, aber Ilya hat die so zerstreut liegen lassen. Und mit ziemlichem Würgen wird er dann in den Wagen klettern und versuchen, den Leichnam zu bergen. Ja, währenddessen hat sich dann Buka eine Schaufel, die unter den Wagenrahmen geklemmt war, geschnappt und fängt an zu schaufeln. Wie dunkel ist es mittlerweile schon? Ja, wie gesagt, es war erst Richtung Sonnenuntergang. Jetzt sieht man so das Rot am Horizont. Das heißt, ihr habt noch halbe, dreiviertel Stunde Licht. Wenn es in der Übergangsphase ist, würde ich Mondsicht auf mich wirken. Mhm. Mit einer Verlängerung rein, 2 Kamalpunkte, dann sollte es insgesamt 2 Stunden halten. Mhm. Bombe. Talion. Wenn wir sie sowieso verbrennen wollen, die Überreste, dann könnt ihr sie doch auch im Wagen lassen. Dieser besteht doch aus Holz. Also Talion schaut dann nochmal da oben. Mir wäre es zwar lieber, sie zu verbrennen, aber wenn dort irgendwas ist, wird es das Feuer sehen. Das ist mir gerade eingefallen. Aber wenn wir... Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde gern die Leichname von dem verseuchten Gelände trennen, bevor wir sie bestatten. Das bedeutet? Dass wir sie nicht in der Kutsche lassen und die Kutsche anzünden. Könnt ihr herausfinden, welchem Umkreis das Gelände verseucht ist? Also... Fängt es an, das Loch wieder zuzuschippen neben der Kutsche, wo ich das Loch graben soll? Ich muss mal gucken, wie lange. Ich hatte ja diese Astralsicht gewirkt. Ne? Mhm. Ja, die kann noch an sein. Ne? Dann siehst du. Dann könnte ich mich umsehen. Siehst du, dass diese ja, Verzerrung des Alstra oder. Fällt gerade das Wort nicht ein. Verunglimpfung des Astralraums hier radial um die Kutsche knapp 100 Schritt ist. Hm.
Wir müssen noch eine Weile in irgendeine Richtung laufen. In irgendeine Richtung kann ich leider nicht laufen, Herr Jezada. Sie müsst mir schon eine Richtung zeigen. Such dir eine aus. Jede ist so gut wie die andere. Ja, dann immer der Nase nach und geht halt dann Richtung Süden. Beziehungsweise, halt, habe ich jetzt wieder Mist erzählt? Doch, Richtung Süden. Also von dem Tafelberg weg. Gute Entscheidung. Ja. Dann, Talia, nehmt dieses Tuch. Wird mir ein Tuch von den Schultern ziehen und packt die Überreste da rein. Es scheint widersprechen zu wollen. Ihr wünscht euer Gnaden. Irgendwie versucht er den da rauszuprogeln. Sieht dabei nicht glücklich aus. Ja, in der Tat. Armer Tropf. Definitiv. Gar nicht auf dem Schirm hat. Talion sowas wie Aberglaube? Ja klar, der Aberglaube, oder? Oder nur den allgemeinen? Aberglaube. Aber keine Totenangst oder sowas. Okay. Ja, dann... Deswegen hatte ich ja gerade schon bei dem ganzen Geheule die Mutprobe gewürfelt. Ja, ich bin aber gerade überlegen, man kann ja nicht mehr so auf Aberglaube würfeln wie früher. Das ist ja normalerweise, werden die Willenskraftwürfe, glaube ich, um den Aberglaubenwert erschwert, ne? Hat oder? Ja keinen Wert mehr. Gibt dann auch keine Vorgabe mehr, wenn du Aberglaube hast, dass was erschwert? Das gibt Erschwerung nach Maßgabe des Spielleiters. Ah ja, gut, das ist ja wieder banane. Gut, darum ging es mir auch gar nicht. Ging mir jetzt eher darum, ein Aberglaube hat ja immer einen Sinn. Also, dass du an etwas glaubst, auch wenn es nicht das Göttliche okay, ist, also, sondern ein Aberglaube. Also prinzipiell, das ist dieser klassische Weidener Mittelalter-Aberglaube. Genau. Das ist so schwarze Katze, unter der Leiter durchgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein... Vieles, was halt mit den Hexen zu tun hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendeinen Aberglauben gibt, was man machen muss, wenn man einen Toten irgendwo findet, der nach übernatürlich aussieht, wenn man ihn bestattet. Verbrennen. Echt sagt eigentlich das, weil sonst kommt er wieder. Das glaubt man den Weiden zumindest. Und Cesare hat es ja quasi sogar bestätigt. Ja, jetzt noch die Weiden überzeugt. Ist hier eine Geweihte anwesend und die hat die Entscheidungsgewalt bei sowas. Wir versuchen die zu überzeugen. Den Gewissenskonflikt, den hat er ja gerade schon von sich gegeben. So, ich würde ihn ja gerne verbrennen, aber eigentlich wäre Beerdigen richtig, aber ich habe Angst, dass er zurückkommt oder so, oder seine Seele oder ich weiß nicht. Das muss jemand entscheiden, der den Göttern näher steht als ich. Blickt mal zu mir, ne? Nun ja, mich interessiert auch die Meinung von jemand, der sich mit Dämonen auskennt. Dann gucke ich weiter zu Cesare. Wie gesagt, wenn ihr da hinten zu den Sträuchern rübergeht, seid ihr aus der verderbten Zone hinaus. Wird es reichen, die Überreste zu begraben? Von oben auf der Kutsche wird man hören, nun, bis jetzt ist er ja auch nicht aufgestanden, oder?
Talion, ich habe bisher keinen Grund aufzustehen. Talion, schaut mal, wann genau die Sonne jetzt untergeht. Ja, geht langsam weiter Richtung Horizont. Männer, sollten wir uns beeilen. Das Schlimme passiert in der Nacht. Ich bin kein Dämonenbeschwörer oder sonst irgendjemand, der genau wüsste, wie die Dämonen handeln. Ich bin dafür da, sie aus dieser Welt hinauszubannen. Es gibt tatsächlich, gäbe Dämonen, die dafür sorgen könnten, dass die Leichname wieder aufstehen. Aber ich denke, dieser hier hatte anderes im Sinn. Dann verlasse ich mich, was das angeht, auf euer Urteil. Ich glaube nicht, dass wir uns lange hier aufhalten werden. Also. Euer Gnaden. Talion wird ein bisschen zerknirscht, als er so dieses Bündel so auf dem Arm so langsam da in die saubere Richtung trägt. Ein Leichnam ist ja Sache des Herrn Boron, aber und bei aller Expertise von Cesare, vielleicht sollte man doch auf Nummer sicher gehen, was diesen Leichnam betrifft, und dafür sorgen, dass, falls er doch versuchen sollte aufzustehen, er keine Gefahr darstellt. Er wirkt sehr zerknirscht. Was genau meint ihr jetzt damit? Enthaupten. Es wird kein Fehler sein. Brin meldet sich zu Wort. Wir könnten ihm die Beine zusammenketten, dann kann er nicht gehen, auch wenn er wieder aufersteht. Oder beides. Er ist schon tot. Was Schlimmeres kann ihm ja eigentlich... Also, ihr werdet ihm keine Schmerzen zufügen, wenn ihr die Überreste enthauptet. Schon, aber wisst ihr, ihr seid dem eine Vertreterin des Lebens. Er zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Das ist für diesen armen Teufel zu spät. Gut. Na, dann heben Sie das Grab aus, denke ich. Dann zieht Tali schon das geweihte Schwert und enthauptet die Überreste. Sie stellt sich dann aber so hin, dass Mörner das nicht sehen muss. Als du die Überreste enthauptet hast, hörst du Schritte hinter dir und Buka kommt mit der Schaufel zurück. So, das Grab ist fertig. Also, Herr Talion, wenn ihr da Probleme habt, kann ich auch gerne die Leichen mitnehmen. Nein, das geht schon. Gut. Bitte. Was das Grab braucht, ist ein Segen. Das ist wohl wahr. Den würde das Grab auch bekommen. Ja, Müller hat ja als Geweihte meist auch nicht einfach nur die Situation im Auge, sondern auch die Menschen, die in der Situation agieren. Kannst du ja mal eine Menschenkenntnis, beziehungsweise, wenn du eher möchtest, Heilkunde Seeleprobe machen, um deine Mitstreiter einzuschätzen. Dann nehmen wir doch Heilkunde Seele. Ja. 4 Qualitätsstufen. Dann
ja, wie bei Talion wahrscheinlich zu erwarten, zu denken, ist der durch seinen gelebten Aberglauben natürlich, ich nenne es mal, relativ erschüttert. Cesare nimmt die Sache wirklich mit professioneller Analyse, auch wenn er natürlich die Sache eben nachgeht, aber es geht ihm nicht so tief nahe wie vielleicht Talion. Bei Ryojin bist du dir gar nicht da so sicher, unsicher. Gut, als Geweihter hat man vielleicht schon einen anderen Bezug zu Toten. Was dich verwundert, ist allerdings Booker. Der zeigt halt null Gefühlsregungen bei nichts. Ja, das ist... Ich werde ihn nachher mal drauf ansprechen. Wenn ich mit ihm ein bisschen abseits gehen kann. Ja, natürlich machen. Das ist, glaube ich, erstmal die Frage, ob wir jetzt, was wir jetzt als nächstes tun. Ziehen wir weiter oder? Ist die Frage, ob Rafim Spuren gefunden hat. Baryojin war mit Rafim losgegangen, ne? Nee, ich war tatsächlich auf der Kutsche oben verblieben, um einen guten Aussichtspunkt zu haben. Okay, gut, ja. Dann siehst du, wie halt. Ich vermute, dass er keine Spuren gefunden hat. Siehst du, wie halt Rafim an etwas nördlich an dieser Felswand vorbeigeht, die so knapp 100, 200 Meter nördlich von euch ist. Dann hörte man einen Schrei und weg war er. Genau. Und dort jetzt ein bisschen weiter nach Osten geht. Also aus der Richtung, wo ihr herkamt. Und wenn du dich recht erinnerst, war dort auch quasi sowas wie ein... Ja, wie nennt man sowas? Ein Talausläufer, also so ein Weg, der quasi in diesen Tafelberg hineingeht, aber jetzt keine Höhle, sondern nach oben offen. Also ein bisschen wie eine Rampe. Mhm. Ja, dann würde Buka auf jeden Fall mit Talion zur Richtung des Grabes gehen. Ihr wisst schon, dass der Tod zum Kreislauf des Lebens gehört, Wetter Talion. Auch wenn es so ein plastischer Tod ist. Aber dieser Tod ist anders. Inwiefern? Stirbt man an einer Krankheit, an Hunger, an Kälte, an einem Hitzschlag oder im Kampf durch eine schwere Verletzung? Sind das Dinge, die passieren, die eingeplant sind? Eingeplant in was? Von den Göttern. Die Zeit war gedacht. Aber der Tod durch einen Dämon ist von niemandem gedacht. Entschuldigt, wenn ich euch widerspreche, aber die Götter wissen, dass es Dämonen gibt. Ja. Aber Dämonen sind nicht Teil des Lebens oder des Todes. Sie stehen jenseits davon. So wie die Götter. Das ist alles, was sie... Die Götter sind das Leben oder der Tod. Deswegen stehen sie davon nicht weg. Diese Ansicht müsste mir etwas näher erklären. Götter und Dämonen sind Teil der gleichen Kraft, nur jeweils das andere Ende der Kraftskala, beziehungsweise der... Wie soll ich es ausdrücken? Hoffentlich nicht noch weiter, das ist Ketzerei. Das sind beide übernatürlich. Und da... Das kann man doch nicht vergleichen! Ihr könnt doch auch Feuer und Wasser vergleichen. Das sind beides Elemente. Eins macht heiß, eins... Die natürlich vorkommen. Auf unserer Sphäre. Wer sagt denn, dass göttliche und dämonische Mächte nicht Elemente anderer Sphären sind? Sphären spielen für mich keine Rolle.
Für mich ist das entscheidend, was ich von den Kirchen lerne. Nicht, was in möglichen Dingen auftaucht und in obskuren Schriften oder in sonst irgendwelchen verlausten Theorien. Das heißt, ihr habt gar keine Angst vor den Dämonen oder dem Tod oder was auch immer ihnen geschehen ist. Ihr habt Angst vor dem, was ihr nicht wisst oder nicht kennen wollt. Das ist gefährlich, Talion. Die erste Regel in der Kriegsführung: Nur ein Feind, den man kennt und kennenlernen kann oder will, kann man besiegen. Drum stehe ich ja hier. Er nickt. Und natürlich habe ich auch Angst vor dem Tod, nur ein Narr hat das nicht. Aber lieber bestimme ich, wie ich dem Tod gegenübertrete. Ja, das... Das hier ist nicht richtig. Das ist richtig. Um was ich Angst hätte, wäre meine Seele, nicht mein Körper. Das ist weise von euch. Wieso wirkt ihr eigentlich so seltsam unberührt von den Geschehnissen hier? Eine gute Frage, die ich mir auch schon selbst gestellt habe. Werte Frau Geweihte, schreckenderweise fühlt sich alles normal an. Damit meine ich nicht diese Situation, sondern alles. Ich habe auf dem Gauklerfest viele Menschen gesehen, die bei Geschichten, die ich erzählte, mitfieberten, Angst hatten, gelacht haben, geweint haben. Das einzige Gefühl, was ich empfinden kann, ist Normalität. Ich verstehe nicht, warum andere Menschen zornig über etwas sind oder erschüttert, so wie ich es eben in den Augen von Herrn Talion gelesen habe. Was meint ihr mit Normalität? Gleichgültigkeit? Wenn ihr es so nennt. Das Gefühl, es ist Teil eines großen Ganzen und es ist einfach da. Als würde es dahin gehören? Richtig. Okay. Und das, was ich eben versuchte, Talion zu vermitteln, ist, dass ich dieses Gefühl auch bei dem Toten und auch bei dem Schleim habe. Jetzt nicht, dass es unbedingt an diesen Platz gehört, aber dass es in die Existenz gehört. Vielleicht nicht in diese Sphäre, aber in die Existenz an sich. Talion schüttelt nur den Kopf. Aber Sphärenkunde ist von Weiner Krieger zu erwarten, ist vielleicht auch ein bisschen viel. Empfindet ihr dann gar keine Emotionen? Keine Freude, keine Wut? Es hörte sich so an, als wäre euch das alles völlig fremd. In der Tat, das ist es. Ihr seid ein seltsamer Mann. Ich glaube, wenn wir das hier erledigt haben, wäre es wirklich interessant herauszufinden, wer ihr eigentlich seid. Ja, das ist eine Frage, die ich auch nachgehe. Im Moment bin ich, insofern ich das überhaupt
so nennen darf, zufrieden, damit zu wissen, dass ich Buka, der Geschichtenerzähler bin. Aber wie er schon sagt, Zufriedenheit ist ein Gefühl. Für mich, das ist normal. Ihr konntet euch erinnern, dass ihr hier quasi geboren worden seid. Was ist denn mit eurem Namen? Habt ihr euch den selber gegeben oder haben euch die Menschen so genannt? Ihr sagtet, ihr wart schon so, wie ihr seid. Sprachen habt ihr nach und nach hinzugelernt. Aber was ist mit dem Namen? Ich wusste es einfach, dass es mein Name ist. Warum auch immer. Das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat die einzige Erinnerung, die ich habe, die unbewusst von vor der Zeit ist. Ja. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt, an dem wir die Suche starten könnten. Könnt ihr euch noch erinnern, wo euch eure Reise überall hingeführt hat? Überall dort, wo... Also ihr meint, innerhalb der letzten 4 Jahre. Überall dort, wo Menschen sich getroffen haben, wo es Geschichten zu erzählen und zu erfahren gab. Ich war bereits im Reich des Horrors, ich war bereits im hohen Norden, ich war bereits im tiefen Süden. Ich habe bereits die Dschungels Maraskan durchstriffen. Wie sieht er denn optisch aus? Kann man irgendwie von seinem Aussehen irgendwie auf eine mögliche Herkunft schließen? Ja klar, vom Aussehen her ist er definitiv thulamidisch. So, ja, vom Aussehen her würdest du ihn auf, ja, Anfang, Mitte 40 schätzen. Er ist halt sehr sehnig, was halt so ähnlich wie bei Cesare, bei sehr völligen Menschen, die sehen ja tendenziell etwas jünger aus. Sehr sehnige Menschen sehen tendenziell immer etwas älter aus, aber da würdest du ihn ganz grob einordnen. Also er heißt Ende 30, Anfang 40 ist er sein Gedächtnis wiedergekommen. Das relativ flache Gesicht und die leichten, auseinandergerückten Augen mit einer leichten Mandelform könnte irgendwie auf maraskanische Vorfahren schließen lassen. Aber das ist halt auch schon wieder sehr weit hergeholt. Oder bei Mandelform auch mohisch. Oder nivesisch. Je nachdem. Alles durcheinander gemixt. Ich hätte ein großes Interesse daran, das Rätsel um eure Person zu lösen. Oh, ich wäre euch sehr dankbar dafür, wenn ihr es tun würdet. Schauen wir mal, wo uns unsere Wege nach diesem Abenteuer hier hinführen. Findet man die Antworten ja auch dort, wo man sie nicht erwartet. Ich weiß es nicht. Aber es wird einen Grund dafür geben. Und dann lächelt er zu Talion tatsächlich rüber. Etwas, was er sehr selten tut. Die Götter werden uns schon unseren Weg zeigen, nicht wahr? Ja, ich hoffe doch. Ich bin mir ziemlich sicher. Wechselt mal so einen Blick mit Mörder so. What? Da steht er mit seiner Schaufel in der Hand neben dem Grab. Ich denke, wir sollten fortfahren. Es wird bald dunkel. Ich meine, ich kann das Grab auch im Dunkeln schließen, aber... Beeilen wir uns. Seht ihr was, Ryojin? Könnt ihr was erkennen? Anscheinend ist Talion wieder einmal damit beschäftigt,
seinen Glauben anzuzweifeln und Buka versucht ihn dabei zu unterstützen. Aber das könnt ihr sehen? Er benutzt sehr ausfallende Gesten. Ich dachte, ihr solltet Richtung Tafelberg schauen. Ich wollte nicht, dass sich etwas an sie anschleicht. Aber was den Tafelberg angeht, so scheint unser Begleiter auf dem Rückweg zu sein. Ja, ich glaube nicht, was Buka sagt mit diesem Wind durch die Zinnen. Manchmal ist Wind einfach nur Wind. Aber hört ihr das denn nicht? Das ist kein Grollen an sich. Das hört sich auch ein bisschen an wie Stimmen oder sowas. Wisst ihr, eigentlich macht es mir mehr Angst, wenn es der Wind wäre. Das würde nämlich bedeuten, dass was auch immer das hier angerichtet hat, ich deute so auf die Kutsche unter mir, relativ lautlos ist. Ja. Also, wenn es danach geht, dürfen die Dämonen so laut sein, wie sie wollen. Naja, ich weiß nicht, wenn das den ganzen Nacht so weitergeht, ob ich bei diesem Geheule und Gebrülle schlafen kann. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich bin immer noch der Meinung, wir sollten den Kampf zu ihm bringen und nicht darauf warten, dass er uns versucht, in einem Moment der Schwäche zu überfallen. Das heißt, wir sollten heute Nacht noch auf den Tafelberg klettern? Wenn er dort oben ist. Nicht zu vergessen, der Mann hatte zwei Söhne, die in der Wüste geblieben sind. Hier war nur eine Leiche. Die Chancen des zweiten werden sich nicht verbessern, wenn wir warten. Richtig. Ehrlich gesagt habe ich keine großen Hoffnungen für den zweiten. Was mich antreibt, ist, den zu finden, der die Dämonen in diese Sphäre geholt hat. Aber ist es nicht so, dass sie nahezu zeitlos sind? Sie könnten bereits seit längerem hier sein. Richtig. Dann müssen wir sie finden und sie wieder dahin schicken, wo sie hingehören. Können wir uns einigen. Also das hier war definitiv ein Dämon aus der Sphäre von, aus der Domäne von Lolgramot. Wenn euch das was sagt. Nicht wirklich. Der Gegenspieler Travias. Ich kenne einige Dämonen in der Domäne, die aussehen wie ein großer Schleimbrocken. Das würde zu dem Zeug passen, was da unten in der Kutsche ist. Schon, aber was hat diese Kratzspuren verursacht? Ich weiß nicht, es gibt auch große, aus der gleichen Domäne Dämonen, die großen geflügelten Schlangen ähnlich sind. Vielleicht war das eine von denen. Arbeiten diese Kreaturen des Öfteren zusammen? Könnten es je einer? Sie arbeiten, wenn der Beschwörer das will und der sich auf sein Handwerk versteht, mit allem zusammen, was sie wollen. Es sind willenlose Werkzeuge, wenn man das so will. Oder, wenn sie frei sind, umso gefährlicher. Das hier liegt dann ja nahe, dass es sich um einen freien Dämon handelt, oder? Ich meine, was könnten diese armen Gaukler ihm angetan haben, dass er es auf sie abgesehen hat? Keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendwas gesehen, was sie nicht sehen sollten oder so. Oder haben sich mit irgendwem angelegt, in dem sie sich nicht hätten anlegen sollen. Gaukler, keine Ahnung, jemanden abgezogen, um seine Geldbörse erleichtert, der wie ein Opfer schien, aber im Endeffekt sich als etwas ganz Fieseres entpuppte. Ich glaube, es war ein ehrenwerter Gaukler. Ich weiß nicht. Ich spekuliere nur. Aber ich denke auch, das ist das Zeichen des Praios. Habt ihr das gesehen? In der Hand der Mumie? Scheint ihm nicht viel gebracht zu haben, ja. Wenn ich Talion wäre, wäre das für mich ein Indiz dafür, dass sie keine ehrenwerten Leute waren.
Ihr seid aber nicht Talion, oder? Richtig. Deswegen bespreche ich die Sachen auch mit euch. Und das ist dann wohl auch besser so. Ich schlage euch vor, ihr solltet euch vielleicht für einen Moment ausruhen. Ich denke, spätestens wenn unser Fährtensucher zurück ist, werden wir entscheiden müssen, ob wir aufbrechen wollen. Und ich denke, wir sollten ausgeruht sein. Wenn ihr wollt, ich habe ein Auge auf euch. Ihr könnt euch dort drüben bei den Tieren vielleicht kurz zur Rast setzen. Ja, ich werde ein bisschen ein bisschen darüber nachdenken. Ja. Dann ruft mich, wenn Raffin wieder da ist. Mache ich. Ich gehe dann zurück und würde dann aus dem Gepäck irgendwie so habe ich irgendwas, was so ein bisschen was so eine knetige Masse ist oder sowas, irgendwas zum Essen, vielleicht so ein bisschen Breiglas oder so. Irgendwas mit, kann man da was mitgenommen haben? Ja klar, kannst ja Kascha. Na, sowas wie gebrochene Haferflocken oder gebrochene Weizenkerne, die mit Wasser aufkippen. Ja. Nee, das wird nicht funktionieren für das, was ich vorhabe. Ich suche dann lieber irgendwelches kleines Tuch und versuche das mal klein zu rubbeln und mir das in die Ohren zu stecken. Ah. Katzenwachs. Damit ich dieses scheiß Geheule nicht mehr hören muss. Katzenwachs. Ja, gute Idee. Die Eingebung von einer merkwürdigen Kreatur aus dem Nichts, sagt Kerzwachs. Sieht aus, als müsste ich mit Steinen nach dir schmeißen. Könnte passieren. Ja, währenddessen wieder bei dem Grab. Tal, dann hatte ich ihn ja enthauptet. Legst du das Haupt auf das Loch in der Brust oder zwischen die Füße oder? Nein, nicht zwischen die Füße, weil es ist ja kein Unhold. Ne? Da muss man schon sehr genau unterscheiden. Ja, es geht ja nur darum, dass halt sichergestellt wird, dass der Leichnam in Frieden ruhen kann, weil Talion nicht weiß, ob dieses Angriff durch den Dämon ihn seine Seele gekostet hat. Das kann er halt nicht beurteilen. Also legt er den Kopf dahin, wo er halt normalerweise wäre. Ja, gut. Ja, aber er faltet dann die Hände über dem Loch. Damit das nicht ganz so, wüst aussieht. Letztlich. Hat er nicht auch so total vertrocknet, der? Ja, es ist ja. Könnte das ein Knack? Verdammt, Hose. Ja, Buka steht da mit der Schippe, schaut dir zu, schaut dann dich fragend an, schaut Männer fragend an. Ärzten beten dann zu Schippen oder umgekehrt oder. Wollt ihr das Tuch noch haben? Tu das Tuch mit rein. Vielleicht. Oh, danke. So. Ich leg dann das Tuch drüber. Als kleine Gabe von einer Geweihten, damit diese arme Seele Frieden findet. Oh, ich bin sicher, das hilft. Ja, ich denke mal, erst zuschippen, dann Segen. Ja, dann. Damit nicht der Leichnam, sondern das Grab an und für sich das intakte geschützt ist. Aber kommt es nicht auf die Seele des... Egal, ich bin nicht da. Da ist ja auch das Tuch noch mit drin. Ja, dann, wie gesagt,
schippt Burka das Loch wieder zu und du kannst deinen Grabsegen sprechen. Dann geht ihr zurück oder? Ich habe da noch etwas, was ich Talion sagen sollte. Und da würde ich gerne. Perfekter Zeitpunkt. Gisara hat gesagt, ich soll es bald machen, also. Ich weiß nicht, da kann ich vielleicht Buka auch vorschicken und sagen, einfach, dass ich noch was mit Talion besprechen müsste unter vier Augen. Und natürlich, gar kein Problem. Ja, dann geht er mit der Schaufel in der Hand weg und ja, vom Wagen sieht dann Ryojin, wie Buka mit der Schaufel so über den Rücken drauf zukommt, während Talion und Myrna noch beim Grab stehen. Ich würde Buka noch kurz hinterher gucken. Vielleicht sollte man ihn darum beneiden, dass ihn das nicht so mitnimmt. Ehrlich gesagt, nein. Wenn man gar nichts empfinden kann, was hat das Leben dann für einen Sinn? Als dauerhafter Zustand ist das nichts, aber in so Situationen wie jetzt. Es gibt bestimmt, ich scheine nach dem Wort zu suchen, abgebrühtere Gestalten, die dann nicht zusammengezuckt werden, wie ich es getan habe. Ich habe schon Leichname gesehen, aber Kampfwunden oder durch einen schweren Husten dergleichen, aber sowas noch nicht. Nun ja, ich denke eben, in einem Kampf ist es vielleicht ganz gut, wenn man seine Emotionen ein wenig oder seine Furcht ein wenig zurückdrängen kann. Ehrlich gesagt, habe ich bisher noch nie gegen einen Menschen gekämpft. So wirklich. Überrascht mich. Seid ihr nicht ein Krieger? Ja, aber ich bin Krieger geworden, um die zu verteidigen, für die ich verantwortlich bin. Um die zu verteidigen, die sich nicht selbst helfen können. Oder wo Reden nichts hilft oder geholfen hat. Ich habe. Sicher, ich habe schon Strauchdiebe getroffen, Wegelagerer, aber. Für mich sind die Regeln der rondrianischen Satisfaktionsfähigkeit bindend. Ich weiß, dass ein Wegelagerer, der das aus Hunger tut, mir nicht gewachsen ist im Kampf, also ziehe ich nicht das Schwert und strecke ihn nieder wie einen räudigen, tollwütigen Hund. Entweder gebe ich ihm etwas Geld, versuche ihn davon abzubringen, weiter Wegelagerer zu sein, weil darauf der Strang steht. Ich gebe ihm etwas zu essen. Ich habe auch schon welche auf unsere Burg eingeladen, die zuvor Banditen waren. Und wenn gar nichts hilft, hilft ein Faustschlag. So war es bislang bei Menschen. Ich habe einmal in Grangor gegen einen Anhänger des 13. Gottes gefochten, aber ihn auch nicht niedergestreckt. Die einzigen, die ich niederstreckte, waren Orks und einen Oger. Ich lerne immer wieder neue Dinge über euch. Interessant. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich mein Schwert nie gegen einen Menschen erheben muss. Hoffen wir, dass es so bleibt. Vielleicht könnt ihr euer Schwert auch irgendwann komplett niederlegen. Vielleicht wird diese Welt irgendwann Frieden erleben. Es wäre wirklich schön, wenn jeder
einfach vorbehaltlos und ohne Neid und Missgunst miteinander reden könnte. Vielleicht erleben wir den Tag ja irgendwann noch. Das wäre schön. Nun ja, so wie es aussieht, werdet ihr euer Schwert als nächstes Jahr gegen einen Dämon erheben. So sieht es aus. Ich hoffe, das bereitet euch keine Probleme. Es ist immerhin kein Mensch. Schützt ein bisschen die Lippen. Ich mache mir durchaus Sorgen deswegen. Naja. Das wäre auch nicht normal, wenn ihr euch deswegen keine Sorgen machen würdet. Wie Bukas gerade schon gesagt hat, ein Gegner, den man nicht einschätzen kann. Wie soll man jemanden bekämpfen, der nicht atmet, keine Furcht kennt, nicht zurückweicht, nicht schwitzt, keine Emotionen besitzt, die man sehen könnte? Gegen solche Gegner sollte man nicht kämpfen müssen. Tja. Aber so wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl. Manchmal müssen wir Dinge tun, die uns nicht gefallen, damit anderen nichts widerfährt. Das hier hätte schon nicht passieren dürfen. Ein verschwendetes Leben. Zu früh beendet. Vielleicht können wir Schlimmeres verhindern. Das hoffe ich. Und solange ich nicht den Leichnam des zweiten Bruders gesehen habe, gehe ich davon aus, dass er noch lebt. Vielleicht nicht wohlauf ist, aber noch lebt. Es ist kein Fehler, die Hoffnung im Herzen zu tragen. Sie kann uns ein Licht sein in diesen Zeiten. Wenn ich eins immer hatte, dann Hoffnung in die Götter. Das ist gut. Manchmal etwas weniger in die Menschen, aber in die Götter immer. Menschen tun manchmal seltsame Dinge. Das Mittelreich hat sich in den letzten Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was den guten Umgang miteinander angeht. Und ehrlich gesagt, nach dem Ogerzug, ich hoffe wirklich, dass es nie wieder einen Krieg gibt, denn sollte es nochmal einen geben im Mittelreich, sind wir dafür bei weitem nicht bereit. Ich wünsche euch, dass es nicht nochmal passiert. Mein Vater war auf Maraskan und es hat ihn nachhaltig verändert. Mit Reto. Er schweigt über diese Zeit. Aber irgendwas hat ihn dort sehr mitgenommen. Manchmal schweigt man, um sich selbst zu schützen. Manchmal schweigt man, um andere zu schützen. Mein Vater war nie sonderlich redselig, aber das ist auffällig. Aber er sagt, es gibt eben Dinge, die er mit sich selbst ausmachen muss. Nun, es gibt auch etwas bei mir, was ich gerne mit mir selbst ausmachen würde. Aber Jesara hat gemeint, ich bin es euch schuldig, es euch zu sagen. Der blickt mal so zu Cesare, so wieder zurück. Allem Anschein nach hat sich meine eigene Mutter wohl auch mit einem Dämon verbündet.
Was? Ich war lange Zeit nicht zu Hause. Fragt mich nicht genau, wie es dazu kam und seit wann schon. Ist das seit neuestem ein Trend wie Windsalzabohne? Das müsstet ihr sie fragen. Ich weiß nicht, was sie dazu bewegt hat. Irgendwo so weiterhin hört man so, Brabakamode, Windsalzabohne. So. Macht das neuerdings jeder? Was weiß ich? Ich weiß nicht, was sie dazu getrieben hat. Ich habe es erst erfahren, nachdem sich unsere Wege wieder getrennt hatten. Gisara meinte, ich sollte es euch sagen. Damit da nicht irgendwelche Geheimnisse zwischen uns stehen. Erstmal meint Gisara manchmal verdammt viel. Und das ist nicht immer gut für die Gesundheit. Zweitens. Ihr seid eine Dienerin der Zwölf. Ihr müsst mir gar nichts mitteilen, so wenn ihr das nicht möchtet. Und ich bin nicht berechtigt zu fragen. Nun, aber ich... Wahrscheinlich hat Gisara schon recht gehabt, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht zwischen uns stehen sollten. Woran seid ihr euch dessen sicher? Wie merkt man sowas? Findet man auf einmal ein Pentagramm im Keller? Man findet vielleicht auf einem ein Symbol, was in die Schulter eines Jugendfreundes geritzt worden ist. Und Dinge, die er einem erzählt hat, die ich nicht wiederholen möchte. Ihr könnt Abdul gerne selber fragen, wenn wir zurück nach Kunchum kommen. Als du Zeichen erwähnst, fasst sich Talion instinktiv mal hier oben an die Schulter. Das ist wirklich reflexartig und dann schon ist die Hand wieder verschwunden. Also zieht er die Hand wieder weg. Und jetzt und nun? Was ist jetzt mit eurer werten Frau Mutter? Wie gesagt, ich habe es erst erfahren, als sich unsere Wege schon wieder getrennt hatten. Ich werde mich wohl darum kümmern müssen, wenn wir zurück in die Zivilisation kommen. Ich weiß nur nicht, was die richtige Vorgehensweise ist. Anzeigen bei der Obrigkeit? Ja. Das werde ich wohl tun müssen. Aranien, Ja. Da ist die Priorskirche ziemlich schwach ausgeprägt. Ich habe eben ein wenig Angst, was mit meinem Vater passieren würde. Also, vielleicht können wir uns ja nach dieser Geschichte zusammen darum, um diese Geschichte kümmern. Wenn ich dazu nicht wieder zurück muss? Vielleicht kann meine Mutter über ihre Kontakte in Baburin etwas bewirken. Wenn zumindest nicht die Priorskirche, dann zumindest eine Abteilung Gondrianer. Ich möchte dieser Frau nicht mehr begegnen. Nun, zumindest euer Freund wird das tun müssen vor Gericht.
Das kann ich von ihm nicht verlangen. Nur wenn es sein eigener freier Wille ist, aber es könnte für ihn auch sehr gefährlich sein, ihr wieder zu begegnen. Für alle drei könnte es sehr gefährlich sein. Inwiefern gefährlich? Meine Mutter war vielleicht nicht ganz einverstanden, dass die drei ihren Haushalt verlassen. Sie waren Angestellte bei ihr, beziehungsweise Sklaven. Euer Gnaden, ihr verzeiht mir den Ausdruck, ihr habt mir jetzt einen Brocken hingeworfen und verteilt weitere Kuchenkrümel. was möchtet ihr mir sagen? Dass ich diese drei, dass die meiner Mutter nicht mehr begegnen sollten. Welche Gefahr geht von eurer Mutter aus? Sie ist mit einem Dämon im Bunde wahrscheinlich. Gut, das sagt mir so viel, wie man Winhalla Wolfsjäger aufzieht. Sie ist gewalttätig. Aber sie ist eine einzelne Frau ohne Rückendeckung, oder nicht? Wer weiß, wen sie noch... kennt, beeinflusst hat, ihr zu helfen? Ist eure Familie bedeutend? Sie ist nicht unbedeutend, ja. Besonders mächtig in der Gegend, wo ihr herkommt? Ist eine angesehene Kaufmannsfamilie. Wir überlegen uns was. Gibt es da vielleicht noch eine Kleinigkeit, von der ich wissen sollte? Ich meine, jetzt wurde mir schon ein Dämon halbwegs verheimlicht und da hinten sehe ich schon wieder zwei die Köpfe zusammenstecken. Jetzt habe ich das erfahren. Sollte ich vielleicht noch irgendetwas wissen? Nein. Aber ihr seid eine Dienerin der Zar. Ja, absolut. Gut. Ihr könnt euch bei Gesere dafür bedanken. Ja, tue ich. Ich bin zu alt dafür. Den werde ich irgendwann noch mal ein Nadelkissen unter seinen Sattel legen. Na gut. Ja. Sie hatte mir einen Attentäter hinterhergeschickt. Also von daher... Was? Diese Frau ist wirklich sehr gewalttätig und rachsüchtig und... Einen Attentäter? Fragt Reogen, ja. Was hat der denn damit zu tun? Er war der Attentäter. Er hat den Angriff miterlebt und hat mich beschützt und... Ah. Naja, das ist zumindest anständig von ihm. Ich hatte nicht mit so etwas gerechnet, ja. Also, alle wussten davon. Nein.
Das sage ich jetzt nur euch. Jezare weiß das auch nicht. Oh, Wahnsinn, er weiß mal was nicht. Vor mir. Wisst ihr, es gibt vielleicht Dinge, über die man nicht reden möchte, weil sie einfach zu privat sind? Weil man andere nicht in eigene Schwierigkeiten hineinziehen möchte? Weil man mit einem Kapitel seines Lebens abschließen möchte? Ja, das verstehe ich. Sehr gut sogar. Ist zu erwarten, dass noch weitere Meuchelmörder kommen. Ich weiß nicht, was im Kopf dieser verrückten Frau vor sich geht. Ich nehme das mal als Ja. Würdet ihr diesen Attentäter als fähig einschätzen? Also als teuer? Woher soll ich das denn wissen? Naja, ihr habt ja erlebt, wie ihr bekämpft worden seid. Fragt Ryojin. Ich schätze, er kann das besser einschätzen. Ja, natürlich. Fragt immer Raskana nach dem Meuchler. Sonst vielleicht noch eine Winzigkeit? Nein. Danke, Herr Hatran. Ich habe ein Pferd geklaut. Das ist ja schon lange verkauft, das Pferd. Ist verjährt. Ist 2 Wochen her, ist verjährt. Gut, ja, danke für euer Vertrauen. Ich werde es mit größter Diskretion behandeln. Tut mir leid. Was denn? Macht so wirklich so einen sehr mitleidigen Gesichtsausdruck. Vielleicht erzähle ich euch irgendwann die ganze Geschichte. Vielleicht. Ja, vielleicht wenn ich... Er guckt mal so auf das Grab runter. Ist bestimmt was Tolles für die Weidner Burg. Am Lagerfeuer habe ich 2 Ohrensesseln. Nein. Nein? Nein. Ja, habe ich mir gedacht. Und Ryojin hat euch verteidigt. Ja. Es war ein Glück für mich, dass er ziemlich neugierig war. Wirft so einen Blick zu Ryojin rüber. Ist so dieses, wir reden über dich. Vertraut ihr ihm? Er hätte mir übel mitspielen können. Mit dem Wissen, was er erlangt hat. Soweit ich ihn bisher einschätzen kann, ist er ein anständiger Kerl. Mich verwundert, dass er noch Niro und Gror gesagt hat. Er hat sich mir bisher gegenüber als ehrhaft erwiesen. Keine Ahnung, welche Pläne er verfolgt oder was seine Ziele so insgesamt sind. Er hat wenig über sich erzählt, aber... Ja, ist nicht jeder sehr freigebig mit dem, was er so vorhat. Das wäre auch zu einfach. Dann lasst uns mal... Ich habe das Gefühl, das wird eine interessante Nacht heute. Schauen wir mal, wie die Pläne sind. Nach euch. Lasst uns doch gemeinsam gehen. Ah, dann heißt es. Brummelt so die ganze Zeit leise vor sich hin. Ja, Myrna würde eher ein bisschen beschämt zu Boden gucken und nebenher laufen.
Allerdings mustert Talion Ryujin jetzt mit etwas anderen Augen. Ja, da Cesaria schläft, ist Ryujin der Einzige, der das wahrscheinlich gerade beobachtet, wie die beiden von der Grabstelle zurückkommen. Also, ich habe mir natürlich den interessanten Grabestanz, den man anscheinend in Weiden durchführt, angeschaut, mit viel Gestik. Tja, gibt es vielleicht etwas zu erfragen über Weidener Traditionen, wer weiß das schon so genau. Ja. Aber du hörst auch Schritte von schräg hinter dir, wenn du jetzt nach Süden guckst. Und du siehst da Rafim wieder zurückkommen. Würde ich tatsächlich ein kleines Steinchen nehmen, nachdem ich von der Kutsche abgesprungen bin und einmal in Richtung der Gisara geschmissen haben. Okay, wir machen das jetzt mal nicht über eine Wurfwaffenprobe. Willst du neben seinen Kopf werfen? So schlimm bin ich in Wurfwaffen tatsächlich nicht. Eins kritisch. Oh. Schädelbruch, Ende. Ein Patzer kann ja immer sein. Da willst du neben ihn irgendwie werfen, oder? Ja. Hat oder vielleicht ihm so ein bisschen auf den Wams. Das ist die Frage. Also, ich nehme keinen Findling oder so, ne? Ah, du wüsstest. Willst du, hast du geschlafen richtig, Cesaro, oder hast du einfach nur die Augen zugemacht, nee, gedöst? Das ist die Zeit wahrscheinlich nicht lang genug gewesen. Ja. Also ist jetzt nah am Dunkelsein dran. Schau rüber. Rafim, er kehrt zurück. Deutet in die Richtung des großen Plateaus. Rappel ich mich hoch und gehen wir wieder zurück zu den anderen. Die Pfropfen aus dem Ohr. Mach die wieder rein. Was? Ja, dann können Taldon, Myrna und Rafim relativ zeitgleich in der Kutsche ankommen. Dort geht ja, ein Tal weiter in das Hochplateau hinein und dort habe ich einige Schleifspuren gefunden. Die könnten von menschlichen Füßen sein, die gezogen wurden. Moment, nochmal. Ich war dort in dem Tal und habe Schleifspuren gefunden, die könnten von menschlichen Füßen sein, die gezogen wurden. Allerdings kann ich nicht erkennen, von was sind die einzigen Spuren. Ist das befestigt noch, dass wir die Tiere nehmen könnten? Sandig. Das Kamel ist doch an Sand gewohnt, oder? Gezogen. Sollten wir keine Zeit verschwenden, nehme ich an. Mhm. Los! Ja, gut. Dann wurde ich auf die Kamele aufgesessen. Der Nachtspuren verfolgen ist wirklich schwer. Sag Rafim. Zumindest ein kleines Stück sollten wir vielleicht weitergehen, weil ich nicht hier auf diesem verfluchten Boden nächtigen möchte. Das ist ein Argument. Dann können wir auch genauso gut in dieses Tal hineingehen. Ja. Gut. Yippie. Ja, dann besteigt ihr eure Reittiere wieder und reitet im letzten roten Licht der Praios-Scheibe in dieses Tal hinein, wobei jetzt diese von der Seite her der ohnehin schon rötliche Stein des Tafelberges durch das rötliche Abendlicht jetzt wirklich blutrot aussieht und das ist ja kein absolut glatte Felswand, sondern die hat ja auch Vorsprünge, die dann schon Schatten auf den dahinter gelegenen Fels werfen.
diese ja, Striemen der Dunkelheit aussehen, als wenn sie jetzt von oben den Berg herunterfließen. Gut, dass wir gerade nach oben unterwegs sind, oder? Sehr anheimelnd. Aber wenn es ihn geschliffen hat, kann es ja keine besonders starke Kreatur sein, oder? Kommt drauf an, wie schnell. Zumindest kann sie sich nicht sonderlich weit fortbewegt haben. Ich bin ja da nicht der richtige Ansprechpartner. Hebt mal die Brauen und guckt zu Cesare. Aber ich denke, dass bei Dämonen die üblichen Gesetzmäßigkeiten ja ohnehin nicht gelten. Vielleicht waren die Dämonen auch nicht dazu da, die Leute zu schleifen oder mitzunehmen, sondern das waren dann die Beschwörer. Oder irgendwelche anderen armen Gestalten, von denen wir noch nichts wissen. Tadio blickt mal zu diesem Mond hoch. Das gefällt mir alles nicht. Selbst der Mond scheint in diesem rötlichen Licht zu spiegeln. Sagen wir mal so, ich würde mir jetzt hier auch kein Haus bauen wollen in dieser Gegend. Nein. Sieht man noch was bei dem Mondlicht eigentlich noch? Oder wird es eigentlich zu dunkel, um noch weiter zu reiten? Na, Fackeln scheiden ja wahrscheinlich aus, weil wir nicht von oben gesehen werden wollen. Also ihr seht auf jeden Fall noch, also gerade Ryojin sehr gut, weil er hat ja immer noch seinen Mondsicht an. Mondsicht. Aber genau, der cheatet göttlich. Aber göttlich. Ich kann auch blind kommen. Ja. Gerade als dann ihr dann sowieso in diese Felsspalte hineingeht, habt ihr ja kein direktes Sonnenlicht mehr. Da wird es sowieso generell etwas dunkler oben. Der östliche Teil des oberen Berges wird immer noch rot angeschienen. Der Rest unten drunter liegt in Dunkelheit. Und dieser rote Streifen wird immer schmäler, bis er irgendwann verschwindet und die Nacht hereinbricht. Und ziemlich zeitgleich, nachdem Praios Antlitz wohl ganz hinter dem Horizont untergegangen ist, hört ihr eigentlich aus allen Richtungen um euch drumherum eine Art Summen, einem Schwarm aufgescheuchter Bienen, das immer lauter anzuschwellen scheint und zu einem ja brummenden Geräusch gipfelt, das eine sehr monotone Tonlage hat. Allerdings habt ihr das Gefühl, dass ihr aus diesem Brummen immer wieder ein Irren von Pferden raushört. Oder vielleicht ein Schrei eines Pferdes, das am Sterben ist. Manchmal hört es sich auch an wie ein monotoner Singsang von einer Gruppe von Menschen. Aber diese, ich nenne es jetzt mal, Gefühlsintentionen in den Klangänderungen sind immer nur Bruchteile von Sekunden da und dann wieder weg. Also es ist kein durchgehendes Geräusch, das man irgendwo herorten kann. Und ja, ich denke, diese Intention oder dieser Eindruck ist ein guter Punkt, um gerade mal eine Pause zu machen. Bis gleich.
So, da sind wir wieder nach der Pause. Der Michiko hat sich eben in der Pausenmusik vertan. Sorry dafür. Wir spielen heute kein 40k. Ja, das ist das Geräusch, was ihr gerade hört. So. Also man konnte es nicht orten oder dergleichen, richtig? Nicht orten und halt auch nicht den Inhalt verstehen. Also man hat irgendwie so Flash, dass man so ein Pferd schreien hört von fern oder so ein Todesschrei von einem Menschen oder ja, monotones Singsang wie von einer betenden Mönchs-Zauberergruppe. Ich nehme an, ihr hört das auch, richtig? Leider, ja. Ich hab's doch gewusst. Kann leider nicht ausmachen, wer es kommt. Naja, es ist nicht der Wind, der durch irgendwas durchweht. Sollten wir weiterreiten? Oder? In finsterer Nacht sehen wir nichts. Wie weit ist es denn noch bis oben? Ich war nicht ganz oben. Ich bin dem Spalt knapp anderthalb Meilen gefolgt. Er schlängelt sich in den Tafelberg hinein. Es steigt leicht an, aber wenn er in dieser Steigung weiter steigt, guckt so nach oben, werden wir sehr, sehr lange reisen, bis wir oben angekommen sind. Ich hoffe, dass er irgendwann steiler wird. Ansonsten, ich weiß nicht, so eine Steigung würde ich vielleicht lieber tagsüber machen als des Nachts. Sollten wir uns nicht alleine schon für den letzten Sohn versuchen zu beeilen? Was auch immer ich da höre, es klingt nicht gut. Besteht denn Gefahr für die Tiere oder dass wir irgendwie fehltreten oder? Es ist halt sandiger Boden. Das sollte gehen. Nur er verlangsamt natürlich. Je nachdem, wie weit man einsinkt. Ich wäre dafür, wir machen so weit, wie wir können. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann bleiben wir halt stehen. Ich denke, jetzt ist es aber auch fast egal. Von da oben wird man uns sehen können, wenn wir uns nähern. Ist natürlich aus kriegstaktischer Sicht ein extrem unoptimaler Ort, an dem ihr euch befindet, dieses knapp 100 Schritt noch breite Tal, das in diesen Tafelberg hineingeht. Wenn da oben jetzt ein paar gute Schützen stehen, seid ihr Geschichte. Wäre so Talions erster Gedanke. Ja, das ist deswegen ganz sehr, aber wir müssen halt irgendwas sehen. Ich würde vorschlagen, wir machen ein paar Laternen an und befestigen sie am Sattel. Gut. Fackeln könnten bei dem starken Wind ausgehen, aber eine Sturmlaterne nicht. Wenn es euch hilft, ich habe gute Augen. Ich könnte vorangehen. Na dann. Es ist Nacht. Na und? Bisher hat sich Ryojin sehr zielsicher bewegt, als würde er sehr gut sehen können. Nachts. Schaut ihr so selber? Naja, es ist also eine Frage des Trainings. Ihr müsst doch wissen, wie es so mit Training sich anstellt. Habt ihr nie versucht, euch im Dunkeln etwas näher umzusehen? Schatten zu deuten? Doch. Und? Bin ich sehr gut drin. Macht euch nichts draus. Ihr lernt das auch noch. Du musst ja nicht immer alles können, Talio. Hauptsache, ich erfahre ab jetzt die Dinge, bevor sie passieren. Wir arbeiten dran. Hat euch die Wahrsagerin noch etwas versprochen? Ich glaube, ich verspreche mir gleich mal selber was. Häufiger Fragen.
Dann bitte. Nun gut. Wollen wir vielleicht ein Seil nutzen? Das klingt doch vernünftig. Ihr seid der Experte da drin, euch nachts zu bewegen. Ja, also letzten Endes würde ich vorschlagen, dass wir entweder ich würde absteigen, dass ich mein Pferd führen kann und würde dann vermutlich am Sattelknauf ein Seil befestigen, das dann zum nächsten Hintermann geben. Mhm. Ja, könnt ihr euch gerne an den Sattelknäufen aneinander festmachen. Ja, Talion kümmert sich um die Laternen derzeit. Muss ich absteigen? Nein. Gut. Ich weiß jetzt nicht, weil es so eine Laterne hatte. Ich weiß, Talion hat auf jeden Fall eine Laterne. Ja, Brynn wird da eine haben. Ihr müsst jetzt vielleicht nicht an jedem Pferd eine haben. Dass so Sturmblendlaternen sind. Ich denke, zwei reichen auch vermutlich. Ja, dann wird Brynn seine auch holen. Ja. Und als ihr... Was ist das für eine Sprache, diesen komischen Singsang? Kennt ihr jemand, Buka? Ich höre nur Ton- und Wortfetzen, keine wirkliche Sprache. Gut, dann geht's euch genauso wie mir. Aber es ist schon seltsam genug, dass wir eine Sprache hören. Guckt sich so um. Eben keine Sprache. Oder etwas, das auf eine Sprache schließen lässt. Blindlaternen an sind und ihr wieder eure Reittiere besteigt und weiterreitet, seht ihr, dass sich sehr, sehr feine Wolken, kann man fast sagen, oben über die Ränder des Tafelberges, dann Schluchträndern schieben und dort so etwas wie, heute würde man Luftverwirbelungen in Rauchsimulationen sagen, also Wolken bilden, die dann fein auf euch herabrieseln. Sieht fast aus wie ganz feiner Regen, aber man spürt nichts. Talion wird dann mal quasi so von seinem Turban einfach was höher ziehen, über Mund und Nase. Kommt ihr noch ein bisschen gruselig gerade vor. Ja, in der Tat, wenn ihr da eine Zeit lang reitet, siehst du, dass halt nicht bewegliche Teile, wie zum Beispiel deine, achso, Armschienen hast du gar keine an, oder? Du hast deine Lederrüstung an. Oder? Ja, ist ein Kettenhemd. Ja, ist ein Kettenhemd. Aber da sind keine Schienen bei, aber... Ja, dann irgendwie Teile vom Sattel oder so irgendwann so aus, als wenn sie von einem feinen Staub bedeckt werden. Wenn du da drüber fährst, siehst du wirklich, dass du roten Staub an den Fingern hast. Ihr solltet eure Gesichter bedecken. Das ist roter Staub, der uns da entgegenweht. Das ist roter Staub, der uns da entgegenweht. Der Rat. Dann kommen wir dem Ratschlag doch nach. Sind die Tiere bei diesen ganzen Geräuschen unruhig oder verhalten die sich normal? Ja, am Anfang haben die tatsächlich ein bisschen gescheut, waren unruhiger, aber die haben sich relativ schnell dran gewöhnt. Pock, 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 pock. Auf den Kamel halt so, pock, pock. Ja, dann folgt ihr diesem Tal. Knapp 6 Meilen, was in der Dunkelheit natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, weil er ja relativ langsam reitet. Das Tal macht so eine S-Biegung. Am Anfang dieses S's wird es relativ schmal, bis auf wenige Meter Breite. Am Anfang war es ja gut 100 Meter breit. Wird danach wieder etwas breiter. Und endet dann schließlich an einer Steilwand.
wie der Rest vom Tafelberg. Die ist dann nicht mehr ganz so hoch wie der Tafelberg vorne, aber es ist immer noch eine gute Kletterpartie, die ihr zu machen habt. Oh, stopp da hinten. Was ist los? Wir haben das Ende unseres Weges gefunden. Zumindest was die Reittiere angeht. Hier ist eine Wand. Eine Wand? Teil des Plateaus. Das heißt, hier geht's gar nicht ganz nach oben? Doch, allerdings werden wir klettern müssen. Klettern. Vielleicht werden einige klettern müssen und andere hinaufhelfen. Mhm. Seid ihr gut darin zu klettern? Nein. Und dann werden das wohl vielleicht Talion und meine Wenigkeit übernehmen? Mhm. Es ist nicht sehr gefährlich, in dieser Dunkelheit noch zu klettern. Ich gerade sagen, so eine Wand hochklettern, ich sehe ja noch nicht mal diesen Staub, den Talion da meint. Ich kann verstehen, was ihr meint. Nun. Traut es euch zu. Ansonsten werde ich zuerst mein Glück versuchen. Letztlich kann ich mir auch die Laternen an die Hüfte binden und klettern. Ich werde nur nicht sehr schnell sein. Guck mal nach oben. Du schaffst das schon. Aber wenn wir oben sichern, nickt mal zu Eugene rüber. Dann sollten wir die anderen zumindest hochziehen können. Das denke ich auch. Mich doch nicht wie so ein Fleisch am Haken hochziehen. Oder du machst es auf deine Weise. Was soll das denn jetzt wieder, dieser Unterton? Das ist genau, was ich meine. Und wie viel Seil habt ihr dabei? Zehn Schritt. Selber habe gut 15. Wir sollten Seile mitnehmen. Ich sollte immer ein gutes Seil dabei haben. Dann gebe ich ihm recht. Naja, das hat mir keiner gesagt. Ich habe jetzt hier so Krapfen und Äpfel und den Wasserschlauch. Wie hoch war es jetzt zum Plateau? Ja, knapp. So, wir riskieren. 100, 150 Schritt ist von hier unten schwer zu schätzen. Wir haben hier ein paar Erdnüsschen noch. So dieses, guckt weiter hoch. Das wird sehr lange dauern. Wie viel schätzt ihr was? Ich würde sagen, gut 100 Schritt. Aha. Mindestens. Aha. Sieht man irgendwo unterwegs so eine Art kleinen Vorsprung oder dergleichen? Ja. Naja, dann. Talion wickelt sich Seil um. Laterne dran. Ich gucke nochmal fragend in die Runde, ob eventuell Buka oder die restlichen Brin vielleicht auch noch irgendwie Seil dabei haben. Brin hat Seil dabei, definitiv, Buka auch, ja. So, 10, so, ja. An was ich jetzt nicht gedacht habe, sind Kletterhaken zum in die Wand schlagen. Das wäre hilfreich. Und ich habe
einen einzelnen Wurfhaken dabei, falls euch das hilft. Naja, ich dachte eher, dass man eine improvisierte Steigleiter machen könnte. Einen Wurfhaken habe ich auch. Tja, dann müssen wir wohl, hm? So scheint es. Macht euch nicht draus. Wir werden heute Abend Glück haben, ich bin mir sicher. Ich lege ihm so die Hand auf die Schulter. Und ich weiß nicht, wie offensichtlich das ist, aber du bekommst einen kleinen Glückssegen von mir. Kommt drauf an, wie offensichtlich du es machen willst, denke ich. Genauso offensichtlich, wie ich es gerade beschrieben habe. Wahrscheinlich nicht. Hm. Würde selbigen auch auf mich wirken. Ich glaube, dann würde ich so lange mal dafür Sorge tragen, dass unsere Reittiere nicht weiß Gott wohin verschwinden in die Nacht, wenn wir nicht mehr da sind. Also willst du die da unten irgendwo festbinden? Ja, oder diese Füße zusammenbinden, dass sie sich ein bisschen bewegen können, aber nicht davon laufen. Wir können aber jetzt nicht alles mitnehmen, oder was wir vorher hatten, oder? Ich meine, die Kamele und Pferde tragen ja ziemlich viel. Das Wasser hatten wir da hauptsächlich. Sonst sind wir, glaube ich, alle mit relativ kleinem Gepäck losgeprescht. Ja, also Talin hat jetzt auch nur halt die Laterne, das Seil, den Wurfhaken, Wasserschlauch, Proviantbeutel, und die drei Waffen. Den Bienenhänder, den kann er sich ja noch über den Rücken binden. Ich werde mal auch gleich schön noch was abziehen von der Kletterprobe. Wobei durch Belastungsgewöhnung 2 ist es fast bei 0. Also es ist aber, ich finde es einfach trotzdem. Ist halt doch ein etwas anderes Kaliber. Also immerhin habe ich Abrollen. Halten und Ryojin klettert jetzt hoch. Ja, das war der Plan. Also es ist keine glatte Granitwand, sondern es ist ja, wie gesagt, ein Sandstein, Basaltstein. Der zerfurcht ist, da kann man einigermaßen gut Halt finden. Ihr sichert euch gegenseitig, nehme ich mal an. Das würde Sinn machen. Hätte ich jetzt mal vermutet, ja. Das ist nicht, weil Talion ist ja wesentlich schwerer. Ich glaube, dann wäre es eigentlich zu überlegen, weil wenn der abschmiert, glaube ich nicht, dass sich unser Maraskan in der Wand halten kann. Ich würde wahrscheinlich auch voranklettern. Ich weiß nicht, okay. Wie du im Klettern bist. Traut ihr euch das zu, Mirna da hoch zu klettern? Naja, ich habe ein Klettern eine 8. Klettern also kommt 10. Langsam voran. Solide. Und ich bin freikletterer. Nicht sonderlich geübt im Klettern. Das ist halt aber so dieses auf der Burg herumkraxeln, das ist so. Naja. Es ist auf jeden Fall spannend, den beiden dabei zuzusehen. Ja, vor allen Dingen der eine Stellung gewandt wie ein Äffchen und der andere wie so ein tapsiger Bär. Vermutlich. Ich glaube, das sieht nicht sonderlich elegant aus, wenn ihr da gleich in eurem Gewand da hochklettert. Außer wir patzen gleich. Das sieht dann mit Sicherheit auch interessant aus. Nun ja, wenn wir alle an der Wand hängen, wer sollte uns denn dabei beobachten? Das stimmt auch wieder. Aber wahrscheinlich sollte auch irgendjemand unten bei den Tieren bleiben. Können sie schlecht hier lassen. Ohne Aufsicht. Richtig, vielleicht ist noch hier irgendwo dieser Dämon. Macht er dasselbe mit denen, was er mit den Kutschentieren gemacht hat? Aber wer von uns sollte denn alleine etwas gegen so einen Dämon ausrichten können? Naja, weglaufen kann man immer noch. Wenn diese
Wenn dieser Dämon nicht verflucht schnell ist. Also, wenn ich recht habe mit meiner Annahme, welcher Dämon das ist, dann ist er nicht besonders schnell. Nun, wen lassen wir denn hier bei den Tieren? Irgendjemand, der sich freiwillig meldet. Rin schaut mit so hängendem Kopf zu Talion rüber. Vielleicht Rafim, der sich am besten mit Tieren auskennt und die Tiere nötigenfalls zurückbringen kann, wenn wir nicht zurückkommen. Wie lange soll ich denn auf euch warten? Keine Ahnung. Das ist wirklich so. Ich war noch nie da oben. Ich weiß nicht, das können Tage dauern. Ja, so unklug, eine weitere Nacht hier zu warten, weil auch hier gibt es Wildtiere. Ansonsten geht mit den Tieren zurück und wartet im nächsten Ort auf Nachricht. Mhm. Dann nimmt jeder wirklich das mit, was er am dringendsten braucht. Leichtes Gepäck. Ich denke, ihr werdet Wasser am dringendsten brauchen. Wenn ihr einige... Erdnüsse. Bitte? Erdnüsse. Natürlich, Herr Magister. Tage dort verbringen wollt? Eigentlich nicht, aber vermutlich, ja. Zwei Wasserschläuche pro Mann und Tag dabei haben. Das ist das Mindeste. Was mit dem Klettern wird echt lustig. Oder wir klettern so, bis einer zurückbleibt und machen dann quasi zwei, drei Lastenzüge. Ja, ich dachte, das war eh der Plan. Ja, ja. Klettern wir erstmal unbedarft so hoch und dann ziehen wir den Rest nach. Ich bleibe mit Mirna hier unten und ihr macht das schon mal alles fertig. Aber wir haben doch gar nicht genügend Seil dafür. Naja, bis zum Plateau und dann nochmal später. Gut. Ihr habt jetzt insgesamt wie viel? 4 Seile, also wenn jeder das Standard 10 Meter Halbseil dabei hatte, plus Knoten, plus minus Knoten, ungefähr 40 Meter Seil dabei. Also ihr müsst zwei Zwischen. Ich hab 15 Schritt dabei. Ja. Hilft jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Vielleicht kann man aber irgendwo das dann kurz zwischenlagern und dann weiterklettern. Ja, eben. Ja. Na dann. Ja, dann bitte. Das heißt, wir müssten dann auch auf dem Plateau warten. Ja. Geht das nicht auch anders? Also können Buka nicht auf dem Plateau warten und dann die Sachen an? Natürlich kann ich das. Prima. Dann warte ich hier unten, bis ihr ganz oben seid. Natürlich. Solange ich die Erdnüsse noch habe, esse ich sie auf. Nun, das. Aber wie wollt ihr dann nach oben kommen? Er hat seine Methode. Mhm. Ja. Okay. Wollt ihr mit? In der Tasche oder im Magen sollte er gleich schwer sein. Ich kann euch anbieten, euch mitzunehmen. Wenn ihr nicht klettern wollt oder könnt. Ich bin nicht so geübt im Klettern. Also. Ein Angebot steht. Dann würde ich das wahrscheinlich annehmen, bevor ich hier abstürze. Es könnte auch passieren, dass wir irgendwo zwischen den Welten rauskommen, anstatt da oben, aber nur so als Warnung. Ich würde mal Hilfe suchen zu Talion gucken. Was er gesagt hat. Beim letzten Mal war ich fast nackt. Ich gucke ihn mit hochgezogener Augenbraue an.
Nun ja. Ich glaube, das Risiko gehe ich ein, weil wenn ich hier abstürze, bin ich auch niemandem eine Hilfe. Ich nehme an, wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden. Tatane wirft Cesare so einen Blick zu, aller, wenn du die Geweihte verschwinden lässt, dann Gnade dir, Gott. Egal welcher. Was wäre schlimmer, wenn sie verschwindet oder wenn sie ohne Kleider oben ankommt? Wenn sie verschwindet. Ah. Ohne Kleider kann man sich immer noch umdrehen. Ich habe nichts gesehen. Wow, ich habe nichts gesehen. Ja, dann würfen wir doch mal erst einen Kletterhandlung. Keine Sorge, das ohne Kleider passiert nur, wenn ich zu viel transportieren muss. Und Talion wiegt etwas mehr als ihr. Etwas. Klettern. Ich habe auch nur die Rüstung und die Schwerter vergessen damals. Das ist einfach zu schwer. Ich traue mich gerade nicht. Ihr tragt doch kein Kettenhemd unten unter diesem Gewand, oder? Nein. Gut, dann sollte das nicht passieren. Gut, dann geht's ja. Talion, man nennt ihn auch das Äffchen. 3 QS. Sehr gut. Periode, nur immer noch 1 QS, passt ja. Na, 2. Ich habe ja Glück noch. Ach, Glück, ja. Ein Fertigungsmodell. Ja, dann, wie sagt man so im Profigewerbe, kommt ihr gut in die Wand. Und ja, findet auch, wie gesagt, es sind Spalten da drin, wo man gut reingreifen kann, Nasen, die rausschauen. Ihr prüft dann auch vorher, ob man das mit Gewicht belasten kann oder ob dann anfängt, was zu bröckeln. Und seid dann schon so 3 bis 4 Meter hoch, können die unten Verbliebenen mal eine Aufmerksamkeitsprobe machen. Sinnesschärfe. Ja, danke, danke, ja. Wo ich das so gut kann. Aber da kann Riojin feststellen, dass Talion für seine Masse gar nicht mal so unbeweglich ist. Gibt es eine Erschwernis oder so? Nee, ne? Nee. Also ich hätte 3 QS anzubieten. 2 QS? Ja, wunderbar. Dann stellt ihr relativ schnell fest, dass die Tiere wieder unruhiger werden. Und ein bisschen anfangen zu scheuen. Was scheinen die Tiere gerade ja, aufzuschrecken. Ist Brin auch noch bei uns oder ist der auch schon mit dabei? Nein, der bleibt da unten bei euch und der sieht das auch die Tiere an. Weil dann können wir gemeinsam vielleicht versuchen, die Tiere ein bisschen zu beruhigen. Nüsschen? Kamelnüsschen? Ja, der... Hattet ihr nur Kamel und Dromedar? Ne, er hatte nur Kamel und Dromedar dabei, oder? Riojin hatte sein Pferd dabei. Ich hatte ein Pferd. Also wir hatten insgesamt wunderbar. 3 Pferde. Wir haben 4 Kamele bekommen. Ja, stimmt, wunderbar. Dann geht er zu einem der Pferde, reibt ihm über den Hals, um uns zu beruhigen. Was denn los? Was denn los? Riecht danach an seiner Hand. Die Tiere haben vor etwas Angst. Vor einem Raubtier. Irgendwas scheint zu kommen. Okay, von wo? Was ist ein Raubtier? Doch. Was gibt's denn hier für Raubtiere? Ich habe keine Ahnung, ich kenne diese Gegend nicht. Ja, schaut dann zu Buka und zu... ich will immer Rashid sagen, er heißt ja nicht Rashid. Rafim. Rafim rüber. Da theoretisch gibt es hier Wüstenhunde. Also, Koranbestien werden sie genannt. Ja. Herr Talion?
So aus 4 Metern Höhe. Ja! Die Tiere scheuen. Sieht so aus, als wenn irgendwelche Raubtiere auf uns zukämen. Vermutlich mal zu Ryujin. Ihr klettert weiter. Ich sehe mir das mal an. Ich bin sowieso schwerer. Vier Meter Höhe. Ich glaube, das kann man springen, oder? Und dann musst du aber schon fit sein, mein lieber Mann. Man kann es auf jeden Fall fallen. Fallen kann man das, ja. Und das macht in DSA, glaube ich, auch schon nicht wenig Fallschaden. Da fährt man Körperbeherrschung. Hat man das nicht letzt irgendwie W6 pro Meter oder so? Mhm. Da fährt man Körperbeherrschung. Ja, dann. Es ist ja auch weicher Sand drin, ne? Muss man ehrlich sein. Demnächst so 10 Meter. Ach man, dafür hat man Körperbeherrschung. Immerhin ist Tarion ja selber 2 Meter, ne? Das ist also. Und Patzer. Er wollte einen halben Meter runterspringen, aufs Knick gefallen. 4 QS. Ja, ich glaube, pro QS kannst du einen Meter ausgleichen, oder? Ja. Ja, dann. Also es ist tatsächlich so, guck kurz zu Ryujin, ihr klettert weiter, ich sehe mir das an. Und springt einfach von der Wand und macht unten eine Flugrolle und kommt dann unten auf und zieht das Schwert. Zack. In 3-Punkt-Landung. Mhm. Oh. Ui. Ja. Ich muss auch mal angeben. Ja, indeed. Ja, laut, klirrend zieht Talion das Schwert aus der Scheide. Und ja, du siehst natürlich auch, dass die Pferde scheuen. Buka steht auch dort schon mit seinen Säbeln in der Hand. Und in der Tat hört man dann irgendwo unfern von euch aus der Dunkelheit in der Schnucht ein Knurren wie von einem Wolf, Hund, sowas in der Art. Genau so. Eine Richtung ausmachen? Gut, gibt dir nur eine Richtung, die Schlucht runter. Die Schlucht hat bei euch jetzt hier so eine Breite von, ja, vielleicht 12, 14 Schritt. Pferde ruhig halten. Ihr bleibt hinten. Buka schaut dich fragend an. Also das ging so in Richtung Cesare und Myrna. Wir sollten Luca? Vor die Pferde drehen, gut, oder? Ja. Wir werden unsere schlimmsten Feinde werden, wenn sie durchgehen. Richtig. Brin. Ja, Herr. Achte darauf, dass nichts von hinten sich noch anschleichen könnte. Schaut so nach hinten auf die Felswand. Jawohl, Herr. Vielleicht kommt von irgendwo doch noch der Dämon, man weiß es halt nicht. Ryujin schleicht sich von oben wieder nach unten. Spider-Man die Seite runter. Ah! Ja, dann. Spider-Ryujin, Spider-Ryujin macht was immer Spider-Ryujin. Ist Maraskala, natürlich ist es Spider-Man. Ja, es passt irgendwie. Maraskenmann, Maraskenmann. Alter Vater. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, meines Wissens nach hast du Brin immer noch keinen Bogen gegeben, oder? Der hat immer noch seine Schleuder. Ich habe ja selber keinen Bogen, aber ich habe Brin nicht verboten, einen Bogen zu besitzen. Wir haben das aber nie ausklamüsert. Ja, müssten wir machen. Also wenn ich festgestellt habe, Gehalt von dir wahrscheinlich nicht. Also wenn
Also wenn wir da mal mit geübt haben, das ist ja der Punkt. Bei dem Horasreich gibt es keine Bögen. Ich verwende ja Armbrüste. Also du hast ja schon mal mit der Schleuder Steinwürfe von Brynn gesehen. Du glaubst nicht, dass du dem noch was selbst an einem Bogen, den du nicht gefällt, dem beibringen kannst. Großartig. Ich sowieso nicht. Ich benutze Bögen ja nicht. Eben. Aber ich werde es ihm nicht verboten haben und er kann auf jeden Fall einen haben. Auf jeden Fall einen Kurzbogen haben. Ja. Vielleicht kriegt er ja von Ryojin irgendwann einen Diskuswurf beigebracht. Bei den Kompositbogen dürfte er noch nicht spannen können. Ja, dann geht ihr nach vorne und Brynn macht seinen Kurzbogen bereit. Und tatsächlich hört ihr, wie gesagt, dann auch ein Knurren aus der Dunkelheit vor euch und weiter hinten so eine Art, ja, Heulen wie ein Wolf. Und dann, ihr habt die Plantlaternen dabei, seht ihr so die ersten Augen in der Dunkelheit in Hundehöhe, die auf euch zuschleichen und ja, Hunde, Hyänenartige Wesen mit so nach unten gesenkten Kopf und gefletschten Zähnen sich auf euch zubewegen. Das Schild wird noch gezogen. Pong. Aufmerksamkeit lenken. Ja, die Ohren Pong. Gehen kurz hoch, gehen dann wieder nach vorne. Dann gehen diese hundeartigen Kreaturen oder wie Rafim sie eben genannt hat, Kurams Bestien zum Angriff über. Und wir würfeln mal Initiative. Igitt. Igitt? Was heißt denn Igitt? Habe ich die hier schon wieder stehen? Ach da. So. Möchtest du von mir auch eine Initiative haben? Der Mann, der in der Wand klettern bist, solange du nicht in den Krampf eingreifen willst, ist das, glaube ich, irrelevant. Der springt aus 10 Metern runter und macht das dann mit so einem Flügel. Ich wollte sagen, wenn da unten jetzt ein Zand auftaucht, dann könnte ein Schatten von oben. Ist in dem Dokument dafür irgendwo eine... Ja, bei Kampf. Allgemein Status, Talente, Kampf. Vorerst warte ich dann mal. Wenn du es, glaube ich, irgendwo eingetragen hast vorne. Da keine Initiative-Button. Wie gesagt, du musst auf der allgemeinen Seite auch deine Initiative eingetragen haben. Also auf der ersten Seite. Dann taucht er bei Kampf auf. Das steht ja oben Chips, L-E, G-S, B-E, R-S und davor I-D. Genau. Ziemlich versteckt. Ist er versteckt? Was ist das denn für eine komische Inni? Ah. Na, dass wenn beide den gleichen Wert haben, dass da unterschieden wird. Moment. Das System fügt dein, ich glaube, ist in dem Fall Gewandtheitswert hinten an, damit die sich nicht überlappen. Mona ist die schnellste. Los, Attacke, Myrna! Kusch! Kusch! Hat er die Turn oder nicht übernommen? Na gut, dann machen wir es halt. Ich habe einen Wanderstab, also. Ne? Kusch! Sitz! Der Vierunggeweihte würde ich jetzt einfach nach vorne gehen und die niederstarren. Ja, dann seht ihr, wie Buka in sowas wie eine tiefe Kniebeuge geht oder in für diejenigen, die Kampfkunst ausüben, Ibadashi und eine Klinge vor sich hält und eine so über den Kopf und dann wartet, bis die Hunde näher kommen.
Dann wäre Myrna dran. Talion hat gesagt, wir sollen hinten bleiben und ich bin jetzt nicht gerade irgendwie eine großartige Kämpferin. Ich würde aber also meinen Stab nehmen, um ja, dass ich mich zur Not verteidigen kann, falls mich irgendwas anspringt. Ja, kannst du ja machen. Du, Talion? Wie weit ist denn Ryojin oben? 4 Meter. Vier Meter wäre. Wie weit sind die Viecher noch entfernt, die Viecherleins? Der nächste ist knapp 10 Meter vor dir. Das ist schön. Na, das funktioniert doch. Was habe ich denn für eine Geschwindigkeit? Ich würde gerne zurückhalten, bis er auf... bis er sich noch 2-3 Schritt genähert hat und dann einen Sturmangriff machen. Mhm. Aber da muss er halt noch ein bisschen näher ran. Ja. Dann haben wir den guten Brin, den ich aber, glaube ich, intelligenterweise noch gar nicht als Charakter angelegt habe. Mann, bin ich ein Typ, ey. Gut, aber auch kein Problem. Dafür hat man ja Makros. Ja. Brin lässt einmal seinen Kurzbogen surren. Und... Warte. Ein Ausweichen wird eigentlich jede Kreatur. Hier steht jetzt keiner dabei, aber ob der Hund vielleicht dem Pfeil ausweichen kann. Oh! Parade ist ausweichen bei Tieren. Ah, wenn ich nicht pariere, würde ich Parade ausweichen. Ja, aber selbst auf seinen Paradewert. Doch, hat einen. Ja. Den hat er nicht geschafft. Dann überlegen, was ist, wenn du nicht die erweiterte Regel nimmst, ist es ein W6 oder 2W6 Schaden? Beim Patzer? Ja. W6 plus 2. Nice. Ja, dann stolpert der Hund so unglücklich nach vorne, dass der Pfeil also will ausweichen, springt aber irgendwie in die falsche Richtung, dass der Pfeil ihm in den offen gefletschten Mund reinschlägt. Also der Pfeil von Brenn, der gerade geschossen wurde. Yay. Ja. Ordentlich durch den Unterkiefer durchschlägt. Und das Vieh aufjault und quietscht. Dann ist Cesar. Schaden gefressen. Aua. Cesare. Ich verteidige Myrna mit meinem Magierstab. Ja, dann können die zurückgestellt haben, sprich Burka und Talion, denn die anderen Kurams-Bestien springen auf euch hinzu. Dann setzen sich jetzt die geballten 120 Steine von Talion mit verblüffender Geschwindigkeit in Bewegung. Ja, du willst den Sturmangriff machen, richtig. Genau. Hurrah! Für Randra!
Geil. Ah, warte mal. Sorry, falsch gewürfelt. So, der war's. So, der ist es. Gelungen. Gelungen. Ja, sehr gut. Ich hatte noch den Wuchtschlag drin. Ja, der Kurams Bestie versucht noch irgendwie auf seinen Schlag zu reagieren. Genau, du bist einfach viel zu schnell, sodass dein Schwert zuschlagen kann. Ich renne jetzt volle Lotte in ihn rein. Jetzt muss ich mal gucken, ob er das so übernimmt. 15 Schaden. Nice. Ist denn auf die gestürmt, die schon von dem Pfeil getroffen wurde, oder auf eine andere? Wenn die jetzt die war, die in meinem Weg quasi jetzt gefallen ist, also die direkte Weglinie ist, ja, weil ich kann ja dann nicht mehr manövrieren. War die, ich sag mal, am weitesten vorne war. Okay, ja. Ja, dann rennt er da jetzt einfach drauf los. Dann haust du mit deinem, du hast das Schild, du hast dein normales Schwert in der Hand, ja. Genau. Mit deinem Langschwert tief in den Rücken, du strennst die Wirbelsäule. Es gibt ein klatschendes Geräusch, als du die Klinge dann aus dem aus der Koramsbestie rausreißt, die dann einfach tot zu Boden sinkt. Ja, also sie rennt dann quasi voll im Streckenlauf drauf zu, nimmt das Schwert andersrum und zieht das dann so über den Rücken. Und sie dann hinten sich dann wieder umdreht, das Schwert mit einer schnellen Bewegung wieder richtig rumnimmt und in Bereitstellung wieder da steht. Ja, links und rechts stürmen diese hundeartigen Wesen an dir vorbei. Wohl auf die Pferde zu, die für sie wohl natürliche Beute sind, würdest du jetzt einfach mal so tippen. Aber kurz darauf hörst du, wohl, Moment, das sehen wir gleich, was du hörst. Mal gucken. Ach, Pavel die Puh. Ja, hörst du drei schnelle Schnitte hinter dir. Nochmal ein. Haha. Tja, die alle Hundekörper treffen, wobei einer davon jetzt gerade noch einen Bonus bekommt, weil das wieder ein Patzer war. Ja, easy, 3. Okay. Erste Klinge von Booker, die er über den Kopf hatte, nach vorne schnellt. Den Hund an der Seite aufreißt, das Tier aufquiekt und zu Boden fällt, aber sich dann versucht wieder aufzuraffen. Zweiter war der mit dem Patzer, der quasi mit aufgerissenem Maul auf Booker zuspringt und einfach nur mit dem vorderen Schwert gerade in den Hals reinsticht. Und das Tier dann leblos zu Boden fällt. Und mit dem zweiten Schwert, das vorher oben war, dem zweiten Gefallen dann am Boden den Rest gibt. Dann von hinten von Myrna und Cesare diese Schattenfigur zu sehen ist, die sich so aus einer Knienposition wieder hochhebt, links und rechts zwei gekrümmte Klingen von sich wegstreckt, von denen Blut heruntertropft. Die hatten verzögert, Myrna und Cesare verteidigen. Dann sind die Hunde dran. Das sind ja nicht mehr so ganz so viele, aber immerhin noch ein paar. Noch zwei, die versuchen auf Talion zuzugehen. Genau.
trifft oder würde treffen. Also der Hund versucht, sich in deinem Bein zu verbeißen. Rahmsbestie, sorry. Deinem Plong. Mariette? Ich spring gegen das Schild. Tung. Machst du da irgendwie Schlagschaden mit dem Schild? Nur wenn ich bewusst damit zuschlage. Okay. Dass er jetzt nur, dass er dagegen springt und ich es hochhalte. Okay, ja, das macht Sinn. Gut, und dann der zweite Bestie bei dir. Die dann aber an dir vorbeibeißt. Sn? Sn? Gut, neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Ja, Burka rückt zu dir auf in der Runde. Jo. Wartet drauf, dass die Kreaturen nochmal angreifen. Also er wählt da auch eher eine Verteidigungstaktik. Mhm. Nehmen wir an, Myrna verteidigt weiterhin Pferde und Cesare. Mit der Kraft Zars. Ja, verteidige mich. Ich bin das Gehirn dieser Gemeinschaft. Schütze mich. Das ist Brain. Gut. Dann ist Talion dran. Mhm. Dann möchte ich gerne, ich weiß jetzt gar nicht, ob das da jetzt noch so ging. Ich würde jetzt umwandeln, also auf meine Parade verzichten und zwei Attacken zu schlagen. Ich glaube, das geht nicht mehr. Wüsste ich auch nicht. Okay. Dann machen wir es einfach undramatisch. Dann nimmt Talion das Schild nach vorne, nimmt das Schwert und versucht es über das Schild in den Körper der Koramsbeste zu stoßen. Da mache ich dann einen Wuchtschlag 2. Trifft. Nochmal die Koramsbiste schnell genug ist, auf Seite zu springen. Ich glaube, das ist knapp nicht geschafft. Okay. Suchst zur Seite noch zu bewegen und du kannst auf jeden Fall den Hinterlauf noch treffen. Mhm. So. Schaden. Nice. Da kannst du mal beschreiben, wie du das Tier niederstreckst. Da hast du aber auch einen Sturmangriff, glaube ich, mit eingerechnet, oder? Sorry. Sorry. Ja, sehe ich auch gerade. Hilfe. Entschuldigung, mein Fehler. Das war ein bisschen weniger. So, wo ist denn der normale Schaden? Da ist er. Entschuldigung. So, das war plus 4 dann, ne? Wuchtschlag 2 ist plus 4, ja. Ja, so. Hä? Okay. Hast du wahrscheinlich ein Blank drin gelassen. Aber ich sehe da plus 12, das heißt, du hast eine 18. Okay. Ist doch ein bisschen komisch hier manchmal. Ja. Ja, dann verwundest du das Tier schwer im Hinterlauf. Flatsch! Dann so ein bisschen von der zur Seite von dir weg will, weghinken will und dann direkt nach dir einen Brin, einen Pfeil in Richtung des Tieres. Ach, geh doch nach Hause, ey. Schießt, dass ich aber in letzter Sekunde wegducken kann. Trotz des verletzten Hinterlaufes und der Pfeil kurz über den Rücken des Tieres wegfliegt und gegen die Felswand schlägt. Eieieiei. Ja. Cora Matrix-Bestie. Ja, auf jeden Fall. Cesare?
Ich verteidige Pferd und Geweihte. Ja, ihr schützt euch gegenseitig. Ihr seid ein super Team, definitiv, ja. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen Schaden gekriegt. Das funktioniert. Das funktioniert, definitiv, ja. Ja, dann ist nochmal die angeschlagene Kuramsbestie. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Die hat 18 verloren schon, ne? Hast du eben gesagt, yep. Als 3 haben, okay. Such die nochmal auf Talion zuzuspringen und zu beißen. Beißt aber ins Leere. Die. Ach ne, warte, das war der Parade. Die erste würde dich treffen. Die zweite nicht. Also die verletzte würde dir ins Bein beißen. Nice. Also sowas von nicht. Ja, schönes Schild dazwischen gezogen, dass du die Zähne über das Metall gleiten hörst. Ja, dann siehst du zwei kurze... Eine glückliche Parade hat man, glaube ich, dann Passierschlag, oder? Bitte? Bei einer glücklichen Parade hat man dann einen Passierschlag. Ach so, ja, gut. Stimmt. Passierschlag, mal was noch machen? Normaler Attacke, ne? Normaler Attacke. Angriff ohne alles, aber mit minus 4. Minus 4. Also ich glaube, du kannst keine Spezialmanöver oder Basismanöver machen, ne? Nein. Ich glaube, Wuchtschlag ist ja ein Basismanöver. Ja, aber dann... Ja, wobei, dann könnte ich ihr natürlich jetzt theoretisch einen Rest geben, wenn es klappt. Wirst du auch so können, wenn du einigermaßen gut würfelst. Ich treffe auf jeden Fall. Sehr gut. So, dann nochmal einen Waffenschaden. Elf. Das reicht definitiv, kannst du beschreiben, wie du die schon verwundete Bestie niederstreckst. Ja, die springt hoch und in dem Moment ist es so wie, man hat das Gefühl, dass Talia noch ein bisschen schneller wird oder halt so diesen, es hat fast, ja, das hat er von den Säbeltänzern, von den Raya-Kavalieren gelernt, diese Reflex-Riposte-Bewegung. Die führt er nur mit dem Schild aus. Das heißt, er lässt sich ein Stück zurückfallen. Das Schild fliegt nach vorne. Die Bestie gleitet drüber, wie über einen Buckler. Lässt das Schild dann runterfallen. Die Bestie geht zu Boden. Im selben Moment geht von der anderen Seite das Schwert wieder runter und trifft voll den Nacken. Ja, da kannst du dann das Tier enthaupten. Dann siehst du aus dem Augenwinkel neben dir nochmal schnell zwei Krummsäbel zucken. Ja, da brauche ich gar keinen Schaden zu würfeln. Ja, die beide relativ zeitgleich in die Brust der letzten Kuram-Bestie vorne eindringen. Die dann einfach tot von den Säbeln in den Wüstensand gleitet, der jetzt zwar dunkel ist, aber wenn ihr es sehen könntet, durch seine schon rote Farbe jetzt noch dunkler getränkt wird durch das Blut der Bestien. Da hörst du einen Ruf von hinten. Herr Talion, seid ihr verletzt? Alles in Ordnung. Sind alle unverletzt? Alles in Ordnung hier. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Seht ihr, das meinte ich mit nicht alleine hier bleiben, hört er irgendwo hinten von Varif. Affin. Naja, wer soll denn noch hier bleiben, Raffin? Ich würde gerne bis zum
Sonnenaufgang mit euch hier bleiben und dann mit den Tieren Richtung der nächsten Siedlung ziehen. Ja, ist da aber das. Ich meine, also Talion, unterbrich mich, wenn ich mich irre, aber verteidigungstechnisch ist das hier eigentlich ganz gut, oder? An sich schon. Wenn wir Ryojin oben noch als Beobachter haben, der muss ja nicht jetzt wieder runterklettern, wenn er nicht muss. So. Ihr wollt, dass er auf diesem schmalen Vorsprung da in knapp 20 Meter Höhe schläft über Nacht, Herr Cesare? Ich kann natürlich auch noch weiter hochklettern, ist mir doch egal, aber man muss ja jetzt nicht wieder runter. Ich denke, nach unten geht es schneller als noch nach oben weiter. Also hast du ihn klettern gesehen? Nicht richtig, es ist dunkel. Er wirkt, ja, sehr schnell. Wenn man vor riesigen Monsterspinnen davonlaufen müsste, wäre ich auch schnell. Welche Monsterspinnen? Marasken. Hier? Ja. Das. Mein Vater hat gesagt, Maraskaner lernen so von klein auf Bambus zu klettern. Das ist praktisch. Das ist ein absoluter Irrglaube, werdet ihr von oben hören. Aber mein Seil erreicht langsam das Maximum. Vielleicht könntet ihr mir eures leihen? Ja, nun los. Er wird schon damit nicht abhauen. Also ich lasse mein Seil runter. Außer du wirfst deins gerade hoch. Dock. Wurfhaken in Maraskrada. Dong. Von einem nicht nachtsehenden geworfen. Na gut. Wurfhaken 1. Zack, bong. Und Ende. Nein, das kriegen wir schon hin. Bleibt ihr denn jetzt da oben oder kommt ihr wieder runter? Nicht so, als würde es mir hier oben sonderlich gut gefallen. Oder wie sieht die Felswand hier aus? Gibt es hier ein Plateau, auf dem ich übernächtigen könnte? Du bist jetzt irgendwie... Unten, du bist jetzt irgendwie in 6 Metern Höhe oder 8 Metern Höhe. Mhm. Ja, ich wäre noch ein bisschen weiter geklettert. Also 15 Meter Seil habe ich. 15 Schritt. Also bei knapp... 25 Meter würdest du den ersten Felsvorsprung erreichen. Hier oben ist ein Felsvorsprung. Vielleicht gerade ausreichend mit eurem Seil zusammen. Rafim traut sich nicht, alleine hier unten zu bleiben mit den Pferden. Nun, also wollt ihr was vorschlagen? Schlagen? Dass wir hier übernachten. Nachten. Und dann morgen bei Tageslicht klettern. Habe ich das Gefühl, dass ich mich da oben irgendwie, ich sag mal, vernünftig hinlegen könnte? Ist das breit genug? Ja, also du siehst es ja, wenn du hochgehst, dann ist der, ja, vielleicht 80 Zentimeter, Meter breit. Du hast über 3 Meter lang, also ja, könntest du schon, wenn du keinen unruhigen Schlaf hast oder irgendwas vorne an der Kante anbringen kannst, was dich daran erinnert, Achtung, hier Kante nicht weiterrollen im Schlaf, dann bist du da relativ sicher. Ich habe ja einen Wurfhaken, den könnte ich ja wahrscheinlich irgendwo an die Wand hängen, sage ich jetzt mal, das Seil um die Hüfte binden. Man kann sagen, so an den großen Zeh das Seil binden. Ach. Ja, kannst du machen. Und sehr bequem wird es nicht, aber wenn ihr meint.
Ich werde das Seil hier oben einhaken. Für den Fall, dass ihr hochklettern müsst. Gut. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade ein Bild vor Augen, dass er sich das Seil um den Bauch geschlungen hat, runtergeworfen hat am frühen Morgen. So, jetzt aber! Wie gut. Ja, Mischka macht mich fertig heute, ey. Ja. Dann würde Talion noch die Kadaver ein bisschen zur Seite ziehen, damit die nicht komplett im Weg rumliegen. Weil sie sollen den Hand einfach ziehen. Hoffentlich lockt das nicht weitere Tiere an. Naja, mit den ersten seid ihr ja ganz gut zugrunde gekommen. Ja, Buka ist verflucht schnell. Ja. Bin froh, dass er auf unserer Seite kämpft. Und ich bin froh, dass ich nicht den Biedenhändler genommen habe. Schmunzelt so ein bisschen. Wieso? Das wäre etwas eng geworden. Also Mirna und ich, wir haben uns gut verteidigt. Bravissimo. Schmutzel. Danke. Ich bin froh, dass ich das Messer nicht genommen habe. Das wäre ganz anders ausgegangen. Eins der wenigen Wörter im Windseiter Dialekt Italien kann. Bravissimo. Mirna, ein bisschen angeberisch ist das schon manchmal, oder? Naja. Wenn das seine einzige Charakterschwäche ist, dann... Vielleicht ist es auch jetzt nach dem Kampf. Ich weiß nicht. Aha, ja. Das Hochgefühl nach dem Kampf. Genau das. Ich meine, der 4-Meter-Sprung von der Wand war ja auch überhaupt nicht beeindruckend. Nicht wirklich. Es war dunkel. Das hat keiner richtig gesehen. Oh. Da will man mal angeben und dann sieht es keiner. Ryojin hat es vielleicht gesehen, aber... Nur leider nicht ganz so beeindruckend. Aber Brin hat es sicher mitbekommen. Ja. Er kommt dann auch. Und ein Herr Zanius fällt von der Wand. Wer fällt von der Wand? Der dachte bestimmt im ersten Moment, oh nein, Herr Zanius fällt von der Wand. Wahrscheinlich. Ja, Brin kommt dann auch zu ihr. Das habt ihr wirklich gut gemacht, Herr Talion. Die Tiere hätten bestimmt fürchterlich Schaden genommen, wenn nur einer dieser Beißangriffe ihre Fesseln verletzt hätte. Ich kann mir gut vorstellen, ja, das denk ich auch. Dass Tiere in solch warm gefüllten Krankheiten übertragen. Er guckt, er deutet mal so auf ein Maul, das so halt offen steht, so mit herausragender Zunge und diesen gelben Zähnen. Ja, mit Sicherheit. Ja, also siehst da auch, zumindest Brin wird erkennen. Seht ihr, hat ein wenig Schaumbildung. Das könnten erste Anzeichen von Tollwut sein. Der Kiefer ist etwas seltsam. Größer als bei einem Hund, aber kleiner noch als bei einem Wolf. Seltsame Tiere. Ja. Stimmt. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, ihr Fleisch zu verzehren, als wir auch, wenn das sich das gerade anbietet. Mhm. Nein. Dass du mal zu was Nein sagst. Die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Also. Dann doch lieber Nüsschen. Ja, dann. Naja, bevor man verhungert, isst man vermutlich alles. Sogar Nüsschen.
Dann führen Rafim und... führen Rafim und Brin die Tiere so in einem Kreis zusammen, wo sie sich dann niederlassen können und ihr dann auch euch dort hinlegen könnt, sodass ihr von Wind geschützt seid. Kalt ist es ja nicht, deswegen braucht ihr jetzt keine wärmenden Tierkörper. Dann würde Burka fragen, wer möchte welche Wache übernehmen? Ich kann gerne zwei von denen machen. Ich brauche nicht viel Schlaf. Dann mache ich die erste. Ich bin noch ein bisschen... Er zuckt die Schultern. Das wird mir helfen, mich zu beruhigen, runterzukommen. Dann weckt mich doch danach. Dann nehme ich die zweite. Ich denke nicht, dass wir mehr als drei Wachen brauchen, Frau Männer. Früh hell hier. Wie meint es, ihr denn die zwei anderen übernehmt? Richtig. Gut, gerne doch. Dann habt ihr die Gelegenheit auszuruhen. Ich denke, ihr braucht eure Kräfte für den morgigen Tag. Dann wünsche ich eine geruhsame Nacht und ja. Setzt sich im Lotus, sitzt neben eins der Kamele und schließt die Augen. Sollen wir was versuchen wegen diesem Staub? Was schwebt euch vor? Naja, wir könnten die Kamele vor die Wand legen und irgendwie ein paar unserer Kleidungsstücke oder so zwischen Wand und Kamel spannen und uns darunter legen. Rieselt der Staub vielleicht mehr auf die Klamotten und nicht auf uns, wenn wir schlafen. Außerdem ist es dann wärmer mit der Wärme vom Kamel. Warum nicht? Es ist nur blöd, wenn es sich zu weit weg bewegt, dann reißt alles kaputt, aber... Naja. Nun ja, ich glaube, die werden ja liegen bleiben, wenn wir ihnen das sagen. Objekto fixo, plopp. Paralü. Kamele sind jetzt nicht wirklich nachtaktiv, also. Jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, aber das geht ja nicht. Hartes Schmelzer. Welches Plateau? Brauchst aber einiges. Das geht ja zum Glück nicht auf Knochen. Ja, auf jeden Fall, Röntgen kommt oben auf seinem Plateau an, definitiv sauber. Ohne Probleme kann sich da dann einrollen zum Schlafen. Unten können sich die Reste der Gruppe schlafbereit machen und Talion kann um das Lager drumherum tigern. Was geht denn Talion so durch den Kopf am Rand der gorischen Wüste bei diesem Heulen? In dem Wissen, dass ihr morgen in aller Frühe das Plateau ersteigt und dann in der legendärischen gorischen Wüste sein werdet. Also streng genommen versucht er nicht über die gorische Wüste nachzudenken. Also zum einen weiß man halt nichts über die, großartig. Ich weiß nicht, ob seine Geschichtskenntnisse so weit reichen. Was da damals passiert ist. Ich glaube nämlich vermutlich nicht, weil das schon ein bisschen spezieller ist. In Gedanken geht er tatsächlich alle möglichen Kampfbewegungen durch, die er mittlerweile erlernt hat, und versucht da so eine Art Mantra draus zu bilden, um sich quasi geistig zu wappnen gegen die Angst des Unbekannten. Indem man sich halt möglichst bekannte Sachen in den Kopf ruft, versucht er das damit zu überlagern.
Und er würde halt abends beten. Also zu allen 12. Bevor er schlafen geht. Gleichzeitig. Hm? Nacheinander oder gleichzeitig? In der Reihenfolge, wie es sich geziemt. Herr Breios zuerst, ich verstehe. Richtig. Die arme richtig. Frau Raja zuletzt. So wie es ist. Ja. Das soll mal ein gutes Schlusswort für Häuser gewesen sein. Ganz unspektakulär, ohne Cliffhanger. Am Cliff dürfte am Anfang von der nächsten Folge hängen. Ja. Leider waren die 3 Stunden extrem schnell vorbei heute. Aber die nächsten kommen bestimmt. Und ja. Sehr schön fand ich auf jeden Fall das erhellende Gespräch zwischen Myrna und Talion heute. Mal gucken, was da draus noch wird. Das ist so toll. Das ist, ja. Ja, du wolltest du nicht deinen Gesichtswürfel zu Rate ziehen dafür? Es war ja okay, so wie du es formuliert hast. Ja, aber der liegt hier schon. Das ist schon. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Talion auf Aberglaube reagiert. Mit Angst oder mit Gewalt. Das ist immer so. So dieses, oh Gott, oder. Ja, ich glaube, ich als Dämonenpakt hier drin. Ach! Warum hast du Selina gestochen? Reflex. Perfekt. Ja. So behandelt man sein Kind. Nicht, verzeiht, ihr seid eine Frau. So behandelt. Ja, wie ich im Chat schon geschrieben habe, ist das Folgeabenteuer schon eingeleitet oder das Zwischenabenteuer vor der G7. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, wieder ein wunderschöner Rollenspielabend, auch wenn mal wieder DSA-Kampf mit dabei war. Ja, ich denke so alle 10 Folgen kann das mal sein. Gut. Hört ihr, dann sind 9 Folgen sicher vor Kampf. Unwahrscheinlich, aber dafür ging dieser DSA-Kampf verflucht schnell. Das ging, stimmt allerdings, ja. Nur die waren auch nicht die besten Verteidiger. Das heißt nicht viel. Ja, stimmt. Das kann länger dauern. Das kenne ich bei DSA. Ja. Gut, dann auf jeden Fall danke an die Leute, die heute so aktiv im Chat waren. Es waren so viele verschiedene, dass ich jetzt mal nicht namentlich blende, weil ich niemanden vergessen möchte. Aber sowas finde ich halt wirklich schön, wenn die ganze Spielsitzung vom Chat mit Kommentaren begleitet wird. Vielen Dank. Es fühlt sich einfach runter an. Dir draußen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Nachschauen, wo du später schaust. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Die Feedback-Challenge ist immer noch on. Schreib gerne unten drunter das Feedback, das du hast, beziehungsweise die Ideen und Wünsche, die du hättest, die du äußern darfst, die ich gerne aufgreife. Ob sich Talion da jetzt großartig mit reinschmeißen sollte oder sagt, nein, mit einer Quest oder einer Dämonenpaktierin will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Ich hatte genug Dämonen in meinem Leben bis jetzt. Bin da für alles offen. Ach, die holde Geweihte muss gerettet werden. Ne? Genau. Ja. Gut, ansonsten, wie sieht's denn bei euch so aus? Koali, wo sieht man dich denn das nächste Mal spielen? Morgen auf meinem Twitch-Kanal gibt es Vampire the Masquerade 5. Edition. Ja. Die legendäre V5-Runde. Ja, ich finde, die funktioniert ganz gut. Ja, ja, definitiv. So kann man's sagen. Das ist sehr gut ausgedachte Sandbox, beziehungsweise auch einfach passend zu den Spielern, die leben da einfach wunderschön drin. Ne? Das stimmt. Das heißt, die Frage an Feramin ist damit auch direkt beantwortet. Genau. Morgen in der V5-Runde. Ja. Und wir hatten ja jetzt noch einen, wie soll man das sagen, glücklichen Sonderfall, darf man sowas nennen, die Woche, Rerion, mit deinem 100-Abonnenten-Special. Ja, das, da wird auch nach so viel Zuspruch, genau, ich habe die 100 Abonnenten auf YouTube geknackt, ich echt. Das heißt, bald kommt die Million von YouTube rein.
Und da ich so viel entsprechenden Zuspruch bekommen habe, werde ich da wohl in absehbarer Zeit, vermutlich dann erst nächstes Jahr, wohl eine DSA-Lore-Reihe starten. Also DSA für Einsteiger, Lore für Einsteiger, unabhängig von den Editionen, die es gibt, sondern ganz allgemein gehalten, damit man sich nicht verzettelt. Ja, finde ich gut, weil das haben wir, glaube ich, auf dem Pol noch nicht. Ein DSA-Lorer, der da auch Videos zu macht. Das gibt es zwar im Netz, ja, aber jetzt am Nordpol glaube ich noch nicht. So richtig schön aufbereitet gibt es da auch recht wenig. Also die Orkenspalter-Sachen sind ganz gut. Diese, aber oder Phexarius macht ja relativ viel zu DSA und Geschichte. Ja, und aber Lore nicht so viel. Okay. Ja, so Regeln. Mhm. Okay, ja. Also Fluff, Hintergrund, ohne es zu verkomplizieren, gerade für Neueinsteiger, deswegen hatte ich das ja auch dem Abo-Special gesagt, was so meine Empfehlungen sind. Die sind natürlich nur kein meine Magier Meinung. Und keine Geweihte, meine ersten zwei DSA-Charaktere. Ah. Danke. Es gibt halt Leute, die wollen es gleich wissen, ne? Es ist halt gute meine Frage. Spieler können halt alles machen. Genau. Für den jeweils Einzelnen, aber vor allen Dingen halt, dass man vom Fluff nicht völlig erschlagen ist, ist es ganz gut, finde ich, mit einer Region anzufangen und sich da ein bisschen einzulesen und heimisch zu fühlen. Ja. Deswegen auch nochmal die Feedback-Challenge auf, oder der Feedback-Challenge-Aufruf von mir. Guckt euch das Lore-Video, genau. Obwohl, du müsstest eigentlich, hast ja ein bisschen was von Lore erklärt, das müsstest du eigentlich in den Titel noch mit reinschreiben. Guckt euch das 100-Abonnenten-Special von Rerion an und schreibt da einen Kommentar drunter, wenn ihr mehr Lore-Videos sehen wollt, weil einfach mehr Zuspruch zu einer Idee, die man hat, macht einfach Motivation, sehe ich jetzt gerade bei meinem Harry-Potter-Projekt wieder ganz extrem. Aber ich schwadroniere. Lex, wann bist du das nächste Mal zu sehen und wo? Am Mittwoch bei der guten Claudine auf dem Kanal mit Storm King's Thunder sollte es weitergehen mit unserer Kampagne. Schön, sehr schön, sehr schön. Es wird riesig. Wahrscheinlich. Badumts. Im wahrsten Sinne des Wortes, gut. Ja, alles gesagt, was zu sagen gibt, dann bleibt nur zu sagen, ja. Schaut mal auf dem Pol vorbei, wenn ihr sonst noch andere Sachen sehen wollt, außer vielleicht nur im DSA hier bei mir oder Vampire beim Koali oder Vampire beim Rerion. Da gibt's einen Haufen Leute, die Streams zu den unterschiedlichsten Systemen anbieten. Und ja, wir sind in 14 Tagen, glaube ich, wieder da, wenn ich das... Ja, genau, am 30. November. Also genau in 14 Tagen heute wieder da. Also, ciao bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.